I love NetApp. Oh, yeah. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Debcast im Jahre 2020. Wir scheinen irgendwie wieder einen Nagel auf den Kopf getroffen zu haben und irgendeinen Nerv getroffen zu haben. Fast 500 Anmeldungen für diesen Webcast. Kann ich nur sagen am Anfang, Respekt und vielen, vielen Dank all die Zuhörer und Eingewählten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besondere Grüße würde ich einmal nach Frankfurt geben. Da hat ein Kunde die Idee gehabt, sich diesen Webcast in unserem Office anzuschauen, zusammen mit seinen verantwortlichen NetApp-Kollegen oder mit unseren verantwortlichen NetApp-Kollegen, um, wenn Fragen auftauchen, diese auch gleich vor Ort beantworten zu können. Finde ich eine ganz, ganz charmante Geschichte. Wir werden da, glaube ich, auch nicht enttäuschen. Wenn ich sage, wir werden da nicht enttäuschen, wer sind wir? Von rechts nach links, ganz klassisch, die Ulrike Zacheis. Ohne Ulrike würde dieser Webcast hier so nicht stattfinden. Ulrike hat sich um sämtliche administrativen und organisatorischen Themen im Hintergrund gekümmert. Daher an dieser Stelle schon mal einen herzlichen Dank. Dann haben wir unseren Gastsprecher für den heutigen Tag, den Georg May. Georg leitet bei uns das Architektenteam auf EMEA-Ebene und wir können, glaube ich, für die Live-Demo am Ende NVMe-Performance keinen besseren finden als Georg. Auch in deine Richtung, Georg, vielen Dank, dass du uns hier unterstützt. Dann das dynamische Duo, der Marcel Seifert, der sich in erster Linie um die technischen Belange unserer Partner kümmert. Und meine Wenigkeit, der Bennett Brechler, als Solution Engineer bin ich hier mit meiner Vertriebskollegin im Mittelstand im norddeutschen Raum unterwegs. Wir müssen leider an der Stelle sagen, dass wir dieses Duo auflösen müssen, weil der Marcel hat sich auf eigenem Wunsch dazu entschieden, NetApp zu verlassen und neue Wege einzuschlagen. Deswegen wird das heute unser letzter Webcast sein, was ich persönlich sehr schade finde, aber an der Stelle vielen Dank auch Marcel für die letzten 2 Jahre. Das haben wir, glaube ich, doch relativ gut über die Bühne gebracht. Dann begrüßen wir einen neuen Kollegen in unseren Reihen, den Alex Bern. Der Alex ist auch recht frisch zu NetApp selber gekommen. Allerdings hat er schon eine ganze Menge Erfahrung mitgebracht. Die lustigste Anekdote bei ihm finde ich immer, dass er schon den Metro-Cluster installieren durfte, bevor er offiziell einen Führerschein machen durfte. An der Stelle deswegen, Alex, herzlich willkommen in dieser Runde. Dann ein paar Spielregeln, ein bisschen Housekeeping. Fragen, immer her damit, sind gerne gesehen. Stellen Sie sie einfach in den Chat. Je nachdem, ob Sie einen deutschen oder einen englischen Client benutzen, schicken Sie diese einfach an All Panelists bzw. auf Deutsch Diskussionsteilnehmer oder nutzen Sie den Q&A-Button und stellen Sie dort Ihre Fragen oder Frage. Wir werden diese sammeln und am Ende dann einmal geschlossen beantworten. Dann eine Sache oder etwas in eigener Sache. Es ist wieder Inside-Zeit, diesmal in Berlin, das gewohnte Format. Allerdings mit einigen Änderungen. Es sind nur noch 2 Tage, dafür aber komplett auf Deutsch und kostenlos. Wer also noch nicht registriert ist, möge bitte seinen Ansprechpartner bei NetApp einmal anfunken oder sich bei uns melden. Registrierungslink können wir schicken. Teilnahme ist, wie gesagt, kostenlos. Die Erfahrung, die man dort sammeln wird, unbezahlbar. Es wird auch weiterhin zum Beispiel bei Zertifizierung bleiben, die ich dort vor Ort machen kann. Damit haben wir den ersten Punkt auf der Agenda eigentlich auch schon abgedeckt. Ich will nochmal jetzt gleich einen kleinen Ausblick in die ONTAP-Historie geben, dass wir einmal alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann gehen wir ins eigentliche Update, wenn wir über die neue Hardware reden, Performance-Live-Demo und die Fragen- und Antwortrunde am Ende dann. Ja, die Folie, die wird schon der ein oder andere kennen. Ich benutze sie aber immer sehr gerne, um einfach zu zeigen, dass ONTAP mittlerweile deutlich mehr ist als nur ein Betriebssystem, was auf irgendeiner Appliance von uns läuft, sondern dass ich ONTAP mittlerweile auch als Software ausrollen kann. Das heißt, ich bin eben nicht mehr an mein eigenes Rechenzentrum gebunden, sondern kann das Ganze an der Cloud, nah an der Cloud, in der Cloud entsprechend deployen mit den Features, die ich aus der Vergangenheit eigentlich auch kenne oder die ich kenne aus meinem eigenen Rechenzentrum. Das heißt, die Einsatzszenarien, primär sekundäres Rechenzentren, Test-Dev-Umgebung, Archiv, Disaster-Recovery,
haben eine völlig neue Dimension damit bekommen. Bei den Protokollen können wir einen neuen Kandidaten seit einiger Zeit begrüßen. Neben den Bekannten hat sich jetzt NVMe über Fiber Channel mit dazugesellt. Haben wir auch schon das ein oder andere Mal etwas darüber erzählt. Und heute wird der Georg an der Stelle ein wenig ja, zeigen, wie performant dieses Protokoll ist. Da kann man sich auf eine richtig schöne Session ja, freuen. Als ich das erste Mal die ersten Live-Demos dort gesehen habe, war ich schon ein wenig sprachlos. Und dann zu guter Letzt, wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Hier eine kleine Auswahl unserer Partner, die wir hier dort haben, mit denen wir eben unsere Lösung entsprechend für den Markt kombinieren, um auch einen entsprechenden Nutzen bei unseren Kunden zu gewähren. Das Ganze, das machen wir allerdings nicht erst seit gestern, sondern schon deutlich länger. Wir können auch stolz sagen, dass wir das Ganze schon über ein Vierteljahrhundert machen, in Zahlen ausgedrückt oder anders formuliert, in 2 Jahren werden wir 30, was ich für ein IT-Unternehmen schon ziemlich beachtlich finde. Und heute reden wir eben über das neueste On-Tap-Release. Das ist das hier in der Mitte, das 9.7, Codename Blue Petal. Damit ist aber nicht Schluss. Das soll so ein bisschen den Ausblick geben in die Zukunft. Das heißt, wir werden hier weitermachen und auch über das Jahr 2020 hinaus. Ob nicht irgendwann mal ein ONTAP 10 kommt, ich weiß nicht, ob Georg an der Stelle was sagen darf oder möchte oder ob wir uns das für einen späteren Webcast aufbewahren, das wird sich dann zeigen. Ich persönlich bin ganz gespannt darauf, wie unsere amerikanischen Kollegen das Wort Tanzzäpfle aussprechen. Man hat das gesehen auf der Folie zuvor, dass ja die Schlagzahl von ONTAP, die Release-Zyklen sich doch erhöht haben. Wir bringen alle 6 Monate ein entsprechendes ONTAP-Release raus. In der Vergangenheit war das so, dass es immer unterschieden wurde zwischen einem Short-Term-Service und einem Long-Term-Service. Das haben wir mit dem ONTAP 9.6 nicht mehr fortgeführt. Das heißt, jedes Release beginnend mit 9.6 ist ein Long-Term-Service-Support-Release. Das heißt, ich habe hier die vollen 3 Jahre Support, anschließend Limited Support, Self-Support. Das wird sich mit 9.7, 9.8 genauso weiterziehen. Und über 9.7, über das wollen wir heute reden. Wie gesagt, Codename bei uns intern Blue Petal, Releases, die meisten wissen es, bekommen bei uns immer Biernamen. Und das sind die Inhalte, über die wir heute reden. Ich werde jetzt hier nicht jede einzelnen Details durchgehen, weil wir das gleich in den nächsten 1,5 Stunden doch mehr als genug bekommen werden. Das soll erstmal nur den groben Überblick geben und einige Highlights, die wir uns heute genauer angucken. Fangen wir mit was ganz Einfachem an: supportete Plattformen. Da gibt es eine gute Nachricht. Da hat sich zum Vergleich zu 9.6 gar nichts geändert. Das heißt, alles, was mit 9.6 supported war, ist ausnahmslos auch mit 9.7 supported. Hinzugekommen sind unsere neuen Plattformen, die wir nachher auch vorstellen werden, unsere neue AFF, unsere neuen FAS-Systeme und unsere ASA-Systeme. Was sich hinter den ASA-Systemen verbirgt, da würde ich noch ein bisschen den Vorhang drüber lassen. Das wird der Alex nachher dann auch noch einmal erzählen, was wir uns dort vorgestellt und dort gedacht haben. Kommen wir zum ersten Punkt: ONTAP System Manager. Das Bild werden die meisten kennen oder diese Grafik. Das ist der ganz klassische ONTAP System Manager. Das ganz normale Dashboard, den es in der Vergangenheit immer sehr, sehr oft gab und den wir mit 9.6 umgestellt haben, beginnend mit 9.6, hat er eine neue optische Oberfläche bekommen. Es ist aber nicht nur die optische Oberfläche neu, sondern es sind auch einige Funktionen und Möglichkeiten, Features reingeflossen. Wie zum Beispiel, dass ich auf der ersten Seite direkt meinen Gesundheitsstatus des Systems sehe. Hier in dem Fall ist anscheinend eine Disk in diesem Shelf defekt. Ich sehe meine Gesamtkapazität. Inklusive das, was ich zum Beispiel Richtung Cloud tieren würde, auf einen Blick. Ich habe Performance-Daten, die ich hier auswerten kann, auch über einen längeren Zeitraum, als es vorher möglich war. Und ich habe hier die Möglichkeit, mir mein Netzwerk entsprechend anzeigen zu lassen. Der spannendste Punkt an der ganzen Geschichte sind aber nicht die, für mich persönlich, nicht die Features, die wir hier bringen, sondern der gesamte System Manager ist REST-API-fähig. Wem REST-API nichts sagt,
Im letzten Webcast 9.6 haben wir dazu etwas erzählt. Wir werden aber gleich nochmal ein bisschen Wiederholung betreiben für alle, die die letzten Webcasts nicht mit dabei gewesen sind. Kommen wir nochmal zu den grafischen Punkten mit zurück. System Manager ganz klassisch im User Interface, hier Beispiel SAN. Wenn ich SAN Storage provisionieren möchte, dann musste ich mich doch schon durch einige Fenster klicken. Das war jetzt nicht sonderlich kompliziert, aber es war einfach Aufwand, den ich dort hatte. Das hat sich mit dem neuen Interface doch drastisch geändert. Ich habe nur noch ein Screen mit ein paar Optionen. Das war's. Für alle die, die nicht im SAN unterwegs sind, sondern eher aus der NAS-Ecke kommen, gleiches Thema in grün. Auch hier in der Vergangenheit doch mehrere Bildschirme und mehrere Reiter, hier das Ganze doch arg übersichtlicher gestaltet. Wir haben die Möglichkeit, jetzt auch die Volumes zu sortieren. Beispielsweise kann ich hier einen Filter draufsetzen, nach einem Namen, nach einem Volume. Das ist aber nicht so sonderlich spannend. Ich kann sie aber zum Beispiel hier auch nach Kapazität oder nach Status entsprechend sortieren, um einfach einen Überblick zu bekommen. Und dann eins der nützlichsten Features, was ich persönlich finde, ist, dass ich eine Suche dort habe. Das heißt, ich kann hier nach verschiedenen Inhalten suchen, beispielsweise nach einem Volume, um dass ich denn hier eine Übersicht bekomme, was alles jetzt entsprechend meines Suchbegriffs passend angezeigt wird, und kriege sofort den Link dorthin, also muss mich nicht immer durch zig Untermenüs den klicken, auch wenn ich den Weg dorthin eventuell schon weiß. Ja, ich hatte ja erwähnt, REST-API, kurze Wiederholung. Was ist REST-API? REST-API ist eine Schnittstelle, die recht viele Systeme am Markt sprechen. ONTAP seit der Version 9.6 auch. Was kann ich damit machen? Ich kann damit eigentlich eine ganze Menge machen, was ich sonst händisch machen müsste. Das heißt, das gesamte Setup des Systems, das Management, das aktive Monitoring, Performance auslesen, was auch immer, kann ich mit REST-API bewerkstelligen. REST-API verwende ich in der Regel mit Third-Party-Tools. Ich habe hier oben rechts mal so die drei bekanntesten am Markt für mich aufgezeigt, Puppet, Ansible und Chef. Mit diesen Tools kann ich dann entsprechend das Ganze automatisieren. Was wir dort mittlerweile können, wird die nächste Folie zeigen. Analog dazu gab es in der Vergangenheit immer die ZAPI. Die gibt es auch weiterhin noch. Das war unsere eigene Schnittstelle. Die, wie gesagt, gibt es weiterhin noch. Sie ist aber auf dem Feature-Set von ONTAP 9.5 eingefroren. Das heißt, die ZAPI wird nicht weiterentwickelt. Die Entwicklung geht in Richtung der RESTful-API. Und irgendwann wird auch die ZAPI einmal verabschiedet werden. Wann das soweit ist, das weiß ich nicht. Das werden wir mal rechtzeitig ankündigen. Momentan läuft sie erstmal noch weiter parallel. Dann, was ist mit 9.7 neu gekommen? Alles, was hier in Rot hinterlegt ist, das waren alles die REST-API-Calls oder die REST-API-Kommandos, die schon mit 9.6 verfügbar sind. Die blau hinterlegten sind die, die mit 9.7 hinzugekommen sind. Das heißt, ich kann jetzt nahezu 100% meiner administrativen Tätigkeit per REST-API design. Bei Ansible gibt es eine Besonderheit. Bei Ansible sind wir der einzige aktuell, meines Kenntnisstand, einzige Storage-Hersteller, der zertifiziert ist. Das heißt, es gibt fertige Ansible Playbooks für ONTAP, die ich mir frei runterladen kann und benutzen kann. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, dem nächsten Feature, Fabric Pool. Kurz erklärt für alle die, die nicht wissen, was Fabric Pool ist. Fabric Pool ist eine Tiering-Lösung, die mir es ermöglicht, meinen primären Speicher zu entlasten. Das hier ist ein ganz klassisches AFF-System. Da schreiben Applikationen ihre Daten, ihre Blöcke rein, und im Laufe der Zeit wächst das Ganze natürlich an. Das ist die Natur der Dinge. Nun ist es aber so, dass ein Großteil dieser Daten und Blöcke auf diesem ONTAP-System, hier in blau, einfach inaktive Daten sind, also kalte Daten sind, wo man sich die Frage stellen muss, müssen diese Blöcke und diese Daten wirklich auf einem AFF-System, also auf SSDs, liegen? Unsere Antwort da ist nicht zwingend. Ich kann das Ganze sehr, sehr charmant umschiffen, indem ich alles das, was inaktiv ist, auf ein Cloud-Tier, also einen Objektspeicher, auslagere und nur, wenn ich es wieder benötige, in den Performance-Tier zurückziehe. Das Ganze ist automatisch und basiert auf einem, oder ist blockbasierend. Das heißt, wir machen das Ganze nicht File-Level, sondern Block-Level granular und schreiben es auf S3.
Es ist kein weiteres Management dafür notwendig. Ich richte das einmal ein. Ich erweitere mein Aggregat entsprechend um dieses Cloud-Tier. Und das war es an der Stelle auch schon. Weil wir das blockbasiert machen, ist uns egal, ob das ein SAN- oder NAS-Protokoll zugrunde liegt. Wir können dort beides abdecken. Encryption ist auch mit dabei. Das heißt, wenn ich eine Volume-Verschlüsselung beispielsweise habe auf ONTAP-Ebene, dann werden diese Volumes nicht wieder entpackt oder entschlüsselt, dann übertragen und wieder verschlüsselt, sondern es bleibt alles so bestehen, wie es von Anfang an verschlüsselt ist. Es gibt eine Einschränkung an der ganzen Geschichte, das kann ich nur auf AFF-System machen oder auf Fast-System mit SSD-Aggregaten. Alles andere ist nicht supported, da dieser Temperaturscanner, also der misst, ob Blöcke kalt oder warm sind, doch ein wenig Performance braucht. Und das können wir auf ja, System mit drehenden Platten nicht abdecken. Wer mehr darüber wissen möchte, habe ich hier einen Technical Report, die Fabric Pool Best Practices verlinkt. Link muss ich auch gerne jetzt aufschreiben. Die Präsentation gibt es wie üblich im Nachgang zur Verfügung gestellt, sodass man hier dann auch das Ganze noch einmal nachlesen und hören kann. Was ist jetzt mit 9.7 neu dazugekommen? Und da sind einige Features zwischen, die sehr, sehr lange erwartet gewesen sind. Fangen wir mit einem Feature an, was auch sehr hilfreich sein kann. In der Vergangenheit war das so, wenn ich ein Bucket um ein Cloud-Tier oder um ein Objekt, wenn ich ein Aggregat um ein Cloud-Tier, also ein Bucket erweitert habe, waren diese Kombinationen möglich. Ich habe ein Aggregat, was ich um ein Bucket erweitere aus dem Objektspeicher. Ich habe vielleicht zwei Aggregate, die ich auf den gleichen Bucket verweise. Aber sowas wie ganz unten war in der Vergangenheit nicht möglich. Ein Aggregat tiert die Daten in zwei Objektspeicher-Buckets raus. Das war nicht möglich. Das ist jetzt möglich mit 9.7. Das heißt, ich kann wirklich jetzt von einem Aggregat unabhängig voneinander die kalten Blöcke in zwei getrennte Buckets verschieben. Wichtig ist, das ist kein Metro-Cluster-Feature, das ist ein Standalone-Feature. Das kann ich auch nutzen, wenn ich keinen Metro-Cluster habe. Was das Ganze sehr interessant macht, ist, das Ganze ist Multi-Vendor-fähig und kann auch im laufenden Betrieb gewechselt werden. Beispiel: Ich habe hier ein Aggregat, was auf ein AWS S3-Tier oder ein AWS S3 hinaustiert. Da hänge ich jetzt als zweiten Bucket ein lokales On-Prem-Storage-Grid mit dran und kann dann hier entsprechend das AWS S3-Ziel wieder entfernen. Das heißt, hier sind mir jetzt völlig neue Möglichkeiten eröffnet worden, wie ich Migrationsszenarien abbilden kann, wie ich Verfügbarkeitsszenarien abbilden kann, wenn ich zum Beispiel mein Storage-Grid bei mir zu Hause im Keller nicht so groß aufbauen möchte oder kann, sondern dort Cloud-Ressourcen nutzen möchte. Das heißt, hier habe ich jetzt eine ganze Menge an möglichen Optionen mit hinzugekommen. Dann ein Feature, was die allermeisten erwartet haben: Fabric Pool Support für Metro Cluster. Das ging in der Vergangenheit nicht. Das geht mit Version 9.7 ab sofort. 9.7 ist seit letzter Woche Mittwoch GA. Das heißt, ich kann dieses Feature, wenn ich 9.7 bei mir entsprechend abgedatet habe oder eingerichtet habe, kann ich dieses Feature nutzen. Was machen wir hier? Wir erweitern auch hier das Aggregat oder die Aggregate entsprechend um Objektspeicher-Buckets. Hier ist es so, dass denn jede Seite ihren eigenen Bucket bekommt und entsprechend in den eigenen und in den fremden Bucket reinschreibt. Ob ich jetzt hier mit einem gemeinsamen Storage Grid im Backend oder mit zwei getrennten arbeite, das ist Geschmacksfrage. Da gibt es auf beiden Seiten Vor- und Nachteile. Wenn Sie dort mehr wissen möchten, wie Sie Ihren Metro-Cluster in ein Fabric-Pool-Konstrukt umwandeln können, sprechen Sie uns da an. Wir können uns das mit Ihnen gemeinsam angucken und schauen, wie wir da zu einer Lösung kommen. Ein paar Punkte gibt es allerdings, die nicht supported sind. Stand heute: SVMDR wird nicht supported. Der Fabric Pool auf Metro Cluster wird nicht supported bei den Einstiegssystemen, also A220 und FAS 2750 Metro Cluster. Wenn ich einen ungeplanten Switchover habe, der für Mediator ausgelöst wird, auch das wird Stand heute nicht supported. Und es gibt andere SVM-Limits für den Fabric Pool als die des Metro Clusters selber. Dann nächstes Feature aus dem Fabric Pool: NDMP Support. Das ging in der Vergangenheit nicht. Mit dem Update auf 9.7 geht das Ganze jetzt. Das heißt, ich kann auch NDMP-Operationen auf Fabric Pool-Aggregaten durchführen. Wichtig an der Stelle: Wenn Sie Ihre Backup-Software einrichten, um Daten per NDMP abzuziehen, bitte nutzen Sie das NDMP-Protokoll, hinterlegen Sie nicht SMB oder NFS.
ONTAP wird NFS und SMB-Protokollverbindung als Client-Read erkennen. Das bedeutet, die Daten werden heiß bleiben und werden niemals kalt. Dann habe ich zwar einen Fabric Pool, nutze ihn aber nicht, beziehungsweise er wird niemals wirklich gefüllt, weil die Daten immer in einem warmen Zustand bleiben. Deswegen nutzen Sie hier NDMP. NDMP wird von ONTAP anders gelesen und behandelt. Wir werden sie nicht als Client Reads deklarieren und dementsprechend bleiben die Daten weiterhin kalt und werden nicht aus dem Kapazitätstier wieder auf die AFF zurückgezogen. Letzter Punkt für den Fabric Pool. Kompatible Provider. Es gibt eine Liste von qualifizierten Providern, die kommt auch gleich auf der nächsten Seite, die wir supporten als Fabric Pool Ziel. Wir können auch andere supporten. In der Vergangenheit war das so, dass dieser Prozess durch einen internen Feature PVR gestartet werden musste. Das ist mit 9.7 obsolet. Das bedeutet, Sie können erstmal jeden beliebigen Objektspeicher hinter den Fabric Pool hängen. Allerdings wird weiterhin das Performance-Testing gefordert sein von uns, um eben entsprechend Anforderungen abzudecken, die wir stellen an diesen Objektspeicher. Wenn das so ist, dann werden wir den supporten. Hier die versprochene Liste der qualifizierten Provider. Also alles, was oben ist, muss nicht zusätzlich qualifiziert werden. Da machen wir so den Haken hinter. Alles, was unten ist und die hier noch fehlen, sprechen Sie uns da an. Wir können das gemeinsam mit Ihnen testen und können das, wenn alles eingehalten ist, entsprechend freigeben, ohne den Feature-PVR-Prozess im Hintergrund. Das macht die ganze Sache doch etwas angenehmer. Dann ein für mich persönlich riesiges Thema, ONTAP S3. An der Stelle, Achtung, Public Preview. Das, was jetzt kommt, ist nicht für den Produktiveinsatz gedacht. Es ist in einer Public Preview-Status bei uns. Das bedeutet, der Code ist stabil, die Basisfunktionen sind enthalten, es wird eine ganze Menge nicht supported, da kommen wir gleich zu. Und deswegen bitte, bitte das Ganze nicht produktiv einsetzen, nicht für kritische Workloads und für produktive Workloads. Das wird von uns in der Form nicht supported. Wenn Sie das einsetzen und das ausprobieren, geben Sie uns Feedback. Damit fällt und steigt so ein Produkt. Deswegen keine Scheu, wenn Ihnen was nicht gefällt, wenn Sie was vermissen, immer her damit. Was ist ONTAP S3 überhaupt? Ich fange mal andersrum an. Was ist ONTAP S3 nicht? ONTAP S3 wird nicht unser Storage Grid ablösen. Ganz großes Ausrufezeichen. Unser Storage Grid ist und bleibt unser Flagship im S3-Umfeld. Geo-redundant aufgebaut, globaler Namespace. Ich habe ein volles S3-Feature-Set. Ich kann mit Lifecycle-Management-Policies arbeiten. Ich kann mit sehr viel Metadaten arbeiten. Das geht mit dem ONTAP S3 alles nicht. Ich habe zwar einen Global Namespace, der ist aber auf eine Seite, auf eine Site limitiert. Das Feature-Set ist eingeschränkt. Ich habe deutlich weniger Metadaten. Ich kann nicht mit ILMs, also den Lifecycle-Management-Policies, arbeiten. Ich sehe das eher, oder wir sehen das eher als ultimatives NAS-Gateway, dass ich eine Möglichkeit habe, jetzt auch S3 Richtung Frontend zu sprechen, um zum Beispiel Applikationen, die S3 schreiben, aufzunehmen, um dann weiterzuleiten in zum Beispiel eines richtigen Storage-Grids oder einer Richtung AWS, also dass ich dann mit Bucket-Replication arbeite. Alle weiteren Use Cases, die werden sich noch in der Zukunft zeigen. Ich sagte ja schon, einiges ist supported, einiges ist nicht supported. Das meiste rechts, ich spare mir jetzt das Ganze einmal durchzulesen oder vorzulesen, ist nicht supported. So die wichtigsten Punkte, es gibt aktuell keine ONTAP System Manager Integration. Das heißt, wenn ich das ausprobieren möchte, muss ich das auf der Command Line machen. Ich darf das Ganze auch nicht als Fabric-Pool-Ziel deklarieren. Das wäre so der beste Use-Case. Das wird kommen, aber wie gesagt, nicht in dieser Public-Preview. Da werden wir noch ein bisschen abwarten müssen. Aber dann könnte man sich vorstellen, dass so ein ONTAP S3 auch ein Fabric-Pool-Ziel sein könnte. Eine weitere Einschränkung, die ziemlich hart ist, ist ganz unten rechts der vorletzte Punkt. Ich habe nur einen Bucket pro Objektspeicher. Das ist doch schon eine ziemlich, ziemlich harte Einschränkung. Was supported ist, ist auf der linken Seite die gängigsten API-Calls. Die Effizienzthemen werden beibehalten. Encryption, Quality of Service. Ich kann das Ganze mittels Cloud-Sync wegreplizieren.
und System ausgelöste Snapshots oder System Schedule Snapshots sind auch supported. Wie funktioniert das Ganze? Wir arbeiten hier mit sogenannten Objekt-Store-Servern. Das ist nichts anderes technisch gesehen als eine Flex-Group. Zu dem Flex-Group, da wird vielleicht der Marcel noch etwas erzählen. Diese Flex-Group kann dann, wie gesagt, diesen einen Bucket halten. Da lege ich entsprechend meine User drauf an. Ich brauche einen Data-Lift, der nach draußen oder das nach draußen die Kommunikation übernimmt und dann kann Applikation über dieses Data-Lift mit diesem Bucket S3 sprechen. Allerdings S3 only. Ich habe auf diesen Object-Store-Server, also auf diese Flex-Group, keinen SAN oder NAS-Zugriff. Was brauche ich alles dafür? Das ist nicht viel. Ich brauche einen Lift. Gut, das hatten wir eben. Ich brauche eine Lizenz, die kostet auch nichts, die EVA-Lizenz. Wenn Sie eine haben möchten, sprechen Sie Ihren lokalen NetApp SE an oder sprechen Sie uns an. Wir können Ihnen entsprechend eine Lizenz zur Verfügung stellen, die ich dann entsprechend aktiviere. Sämtliche CLI-Commands, weil, wie gesagt, System Manager wird dort nicht supported. Sämtliche CLI-Commands finde ich in diesem technischen Report. Auch der ist ja nochmal verlinkt. Da stehen auch alle weiteren Einschränkungen drin, die diese Funktion mit ONTAP 9.7 noch hat. Wie das mit ONTAP 9.8 aussieht, das können wir hier noch nicht sagen. Das wird der nächste Webcast zeigen. Und an der Stelle würde ich jetzt einmal übergeben an den Marcel Seifert. Ja, danke Bennett. Aber das ist echt interessant. Ne? Bennett sitzt ja eine Wand dazwischen im nächsten Raum und da ist doch so eine halbe Sekunde Latenz drin. Ja, ich höre es jetzt das auch. Ist spannend. So ist das. So, ich requeste mir mal Remote Control. Dass ich auch fleißig klicken kann. Das sieht schön aus. Ja, Flex Group, ich klicke mal, ob das so funktioniert. Das sieht gut aus, wunderbar. Was ist Flex Group überhaupt? Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, Flex Group ist ONTAP-seitig tatsächlich die Zukunft, weil was halt Leute gesehen haben, und funktioniert jetzt das Klicken nicht mehr? Doch, jetzt. Dass unsere Flex Voice doch ein bisschen eingeschränkt waren. Und da rede ich gar nicht unbedingt über das 100-Terabyte-Limit. Da gab es ein paar Kunden, die gesagt haben, 100 Terabyte für ein Volume ist echt ein bisschen wenig. Aber die 2 Milliarden iNodes ist gerade bei Volumes, die irgendwelche Logdateien aufnehmen oder so, relativ schnell Ende gewesen. Und natürlich die Tatsache, dass ein Flex Vol auf ein Aggregat und ein Controller und somit auf die Performance dieses einen Aggregats und diesen einen Controllers begrenzt ist. Und da soll es weggehen von, ja, Flex Group ist sozusagen, wenn man es so ganz einfach mal betrachtet, eine Sammlung von verschiedenen Flex Vols, die nennen wir dann Constituents, die nach außen hin ein Volume repräsentieren. Ja, was ist natürlich der Effekt? Wir haben jetzt hier mal als Beispiel eine 2620 genommen. Ja, wir haben gesehen, auch die 25er kann ONTAP 9.7 tragen und damit diese ganzen Features präsentieren und nutzen. Und es sind eben nicht irgendwie die 9000er-Systeme oder A800-Systeme, um in den Genuss solcher Features zu kommen. So sieht ein klassisches NetApp-System aus, was mit FlexVoice arbeitet. Und dieses Volume 1 auf Aggregat 1 sehen wir halt, kann die Controllerleistung des Controllers 1 nutzen und die Festplattenleistung, die an Aggregat 1 dran hängt. Wenn ich jetzt aber hergehe und über alle diese Aggregate ein FlexGroup ziehe, dann habe ich eben die gesamte Performance, kann das eben entsprechend erweitern, deutlich über die 100 Terabyte auch hinaus und über HA-Paar-Grenzen auch hinaus. Ne? Also das, was clusterseitig supported ist, was ja auch bei den 2000er-Systemen 24 Controller im reinen NAS-Umfeld oder 16 Controller, wenn ich auch SAN-Protokolle, nee, 12 Controller, wenn ich auch SAN-Protokolle nutzen möchte, kann ich hier eben nutzen, um Kapazität, Performance und auch iNode-Mengen entsprechend nach oben zu kriegen. Aktuelles Limit 20 Petabyte. Wer mehr braucht, der soll bitte die Hand heben, dann evaluieren wir auch gern mehr. Gut. Was haben wir jetzt Neues in 9.7 gebracht? Das allererste, und das ist auch so ein oft gefragtes Feature, ist eine Flex-Vol-to-Flex-Group-Conversion. Sprich, ich musste früher eine Flex-Group immer als Flex-Group anlegen und wenn ich ein bereits bestehendes FlexVol hatte und meine Daten eigentlich aber in der FlexGroup bräuchte, musste ich eine klassische Migration machen. Ne? Ob nur mit Third-Party-Tools oder SnapMirror ist dahingestellt, es hat beides funktioniert. Heute kann ich eben hergehen und kann sagen, ich habe ein bestehendes FlexVol und wandle das
in eine Flex Group um. Ja, erstmal in eine Flex Group mit einem Single Constituent und dann kann ich eben weitere Constituents da hinzufügen. Ja, und ich sage mal, mit 40 Sekunden für die Conversion ist okay. Wenn man da über ein paar Terabyte redet, kann das ansonsten eben mehrere Tage dauern. Was von einigen Kunden, die tatsächlich OnSAP-Systeme für HPC-Cluster einsetzen, kenne ich doch ein, zwei, die das tun, immer gefragt haben, die heute noch auf Infinite Volume laufen, der Vorgänger von FlexGroup, die sagen, wann kommt denn endlich NFS V4 und 4.1 Support inklusive PNFS? Jetzt. Ja. Mit 9.7 kommt das und wahnsinnig cooles Feature, weil ich dann eben auch von einem Workload sämtliche Controller-Leistungen und Adapterkarten, die die Controller haben, parallel nutzen kann an der Stelle. Gut. Flex Group ist mittlerweile auch als Flex Cache Origin Volume supported. Da kommen wir aber im nächsten Thema dazu, was das genau bedeutet. Und die VAAI-Features, sprich die VMware-Offloading-Features, sind jetzt eben auch in der Flex Group supported, weil natürlich so eine große Flex Group schon sehr nach VMware schreit. Weil ich da eben nicht aufpassen muss, wie viele VMs packe ich da jetzt rein. Gut, NDMP-Support, ja, also ich kann jetzt auch NDMP-Backups von Flex Groups machen. Relativ wichtige Geschichte, weil da eben nicht bloß ein paar wenige Terabyte drin liegen, allerdings noch nicht allumfänglich, sprich das Thema Restartable Backup ist noch nicht supported und auch das Thema Exclude-Listen und Q3-Exclude-Listen und so weiter ist aktuell noch nicht supported. Gut, so eine kleine Guideline, wann sollte ich konvertieren, wann sollte ich kopieren. Wie gesagt, die Folien gibt es ja am Ende dann. Wenn das Volume allerdings so die Faustregel ist, wenn das Volume relativ gefüllt ist und wirklich so zu 80-90% voll ist, dann lieber kopieren. Ansonsten ist Konvertieren immer eine ganz attraktive Lösung, weil ansonsten eben die Constituents recht aus dem Gleichgewicht kommen. Und dann eben Schreibprozesse nicht wirklich so toll beschleunigt werden. Gut, ansonsten gibt es ein paar Einschränkungen noch. Ne? Also SnapLock funktioniert immer noch nicht. Wie gesagt, die Liste gibt es dann auch. Ich kann 7-Mode-Volumes nicht direkt konvertieren und so weiter. Das brauchen wir aber jetzt nicht alles vorlesen. Ich habe immer noch das Limit von 255 Snapshots. Also das heißt, wenn ich seit OnTap 9.4 1024 pro FlexWall supportete Snapshots, wenn ich über die 255 schon hinaus bin, kann ich eben auch nicht konvertieren. Genau. Und da mache ich jetzt auch keine Vorlesestunde. Wie gesagt, die Folien gibt es am Ende. Was alles dazugekommen ist, 9.1 haben wir es irgendwann mal angefangen. Da war noch nicht wirklich viel supported und es ist immer mehr und mehr dazugekommen. Jetzt die angesprochenen Features mit OnTap 9.7. Und es ist auch das Ziel und es ist auch kein großes Geheimnis, wenn irgendwann Feature Parity zu den FlexWalls herrscht, dann wird es nur noch FlexGroups geben. Weil besser, warum es besser ist als FlexWalls, ist, glaube ich, jedem klar. Und wenn es dann keine Nachteile mehr gibt, gibt es auch keinen Grund mehr, FlexWalls einzusetzen. Gut, FlexCache. Was macht der jetzt? Erstmal noch kurz wieder erklären. Wofür ist der gut? FlexCache ist also genau das, was es in ähnlicher Weise mal im 7-Mode gab. Ein bisschen besser engineert mittlerweile, basiert auch auf FlexGroup. Ja? Also Destination musste schon immer FlexGroup sein. Mittlerweile kann auch Origin eine FlexGroup sein und ich kann eben Caches bilden. Entweder intern im Cluster, wofür das gut ist, komme ich gleich drauf, oder im Remote. Ja, wenn ich sage, ich habe Branch Offices, also Außenstellen, wo ich auf denselben Datasets arbeiten kann, kann ich das eben mit diesen Flex-Caches gut beschleunigen, ja, zumindest alle Lesezugriffe gut beschleunigen. Oder Daten, wenn ich Daten weltweit bereitstellen will für irgendwelche Cloud-Services und so weiter, ne, dann kann ich eben auch in OnTap in der Cloud deployen und darüber die Daten entsprechend beschleunigen. Warum mache ich das jetzt im internen Cluster? Ja, da kommt immer die Frage, ich habe doch FlexGroups. Da brauche ich doch eigentlich keine Inner-Cluster FlexCaches. Das ist immer so die klassische IT-Antwort. It depends, ja, kommt drauf an. Weil wenn ich jetzt sehr, sehr kleine
heiße Daten habe. Also ich habe ganz wenige Daten, die immer heiß sind, dann kann es halt bei der Flex Group blöderweise passieren, dass diese Daten sich auf einen Constituent konzentrieren. Und dann falle ich eben wieder zurück auf die Performance eines FlexVaults mit einem Aggregat und einem Controller. Und das kann ich eben mit den Flex-Caches beschleunigen, indem ich sage, auf genau dieselben Daten mache ich nochmal entsprechende Caches in anderen Aggregaten und anderen Controllern auf, um eben dann auch selbst eine einzelne Datei auf die gesamte Cluster-Performance-Breite zu kriegen, wenn ich das möchte. Gut, in 9.6 ist schon das Thema Cloud Volumes ONTAP, also sprich das ONTAP, was man bei den großen Hyperscalern beziehen kann, und ONTAP Select mit dazugekommen, um eben das Thema wirklich Daten cloudweit zur Verfügung zu stellen, zu realisieren. Was in 9.7 dazugekommen ist, ist wirklich ein Any-to-Any-Caching, also auch so ein Multi-Step-Caching, dass ich eben auf mehrere Caches, egal welcher Couleur, ausweichen kann und eben in jede beliebige Richtung meine Caches aufbauen kann, so wie ich es eben gerade brauche. Gut, eine höhere Storage Efficiency habe ich in den Cache Volumes mittlerweile drin. Data Compaction und Sync Provisioning ist dann mittlerweile supported, das war vorher nicht, das musste immer zig gemacht werden. Und ich kann eben diese Cache Volumes mittlerweile mit Volmove auch behandeln, das war vorher nicht wirklich, ja, das muss ich dann immer löschen und ein neues Cache-Volume woanders anlegen, wenn ich das woanders haben wollte. Gut, und das Native On-Tap Auditing ist auf die Cache-Volumes erhöht worden. Wer den letzten Webcast, den ich nahezu alleine gehalten habe, zu den On-Tap Security Features gesehen hat, der weiß, dass wir eben ein CIFS Auditing machen für alle Lese- und Schreibzugriffe, die wir im NAS-Bereich machen. Das wird eben jetzt also wenn ich ein Auditing auf dem Origin-Volume mache, werden eben die Cache-Volumes mitgenommen und es wird eben mit angezeigt, wer da welche Operationen drauf ausführt, und das ganze Thema gilt auch für die On-Access-Virus-Scan-Engines für den CIFS-Bereich. Gut, Storage Efficiency, ja, ich bin selber immer wieder überrascht, wie viel wir noch im Storage Efficiency-Bereich tun können. Ich dachte, irgendwann ist mal Ende der Fahnenstange. Offensichtlich nicht. Also erstmal so ein bisschen eher wenig technisch, wir garantieren es. Ja, also das ist was man gar nicht oft genug sagen kann. Über alle Workloads, wenn sie jetzt nicht vorher schon von irgendeiner Applikation dedupliziert oder komprimiert oder verschlüsselt worden sind, garantieren wir 3:1. Ja, ohne Ausnahmen und auch ohne Snapshot. Ja, wenn man es mit Snapshot will, wird es 30:1, hängt man einfach eine 0 ran. 4:1 für VBOIS, 8:1 für reine VDI-Umgebung. Ja, das ist wichtig. Lassen Sie sich das garantieren, ja, als Kunde, wenn Sie zuhören, oder auch die Partner, garantieren Sie das für Ihre Kunden. Das hilft ungemein, weil wenn es nicht passt, dann liefern wir halt einfach Platten nach. Gut. Ansonsten, was haben wir denn tatsächlich gemacht? Also die Compression Sizes haben wir ein bisschen größer gemacht, um eben ein bisschen mehr Effizienz reinzugehen, haben auch die Kompressionsalgorithmen nochmal überarbeitet, machen mittlerweile eine Deduplication before Compression. Das war vorher andersrum, ne? Aber was ich wegdedupliziert habe, muss ich nicht mehr komprimieren. Und wir gucken uns auch so ein bisschen schon die Temperatur der Daten an und sagen eben, wir machen das ganze Thema Efficiency aggressiver auf kalten Daten, gerade die das Thema Komprimierung, weil komprimierte Daten lassen sich ein bisschen langsamer lesen als nicht komprimierte Daten. Müssen wir uns natürlich angucken, was sind heiße und kalte Daten. Hardware-Offloading, da kommen wir ein bisschen genauer dann noch bei der Hardware selber mit dazu, nämlich bei den neuen Systemen, bei den neuen All-Flash-Systemen drin, dass es eben auf dedizierte Hardware funktioniert, die Efficiency-Features. Und Long-Term gibt es ein Projekt, was TSSE, Temperature Sensitive Storage Efficiency, heißt, und sich dann eben noch genauer die Temperatur der Blöcke anguckt und dann eben noch effizienter mit den Efficiency-Features umgeht. Gut, wie gesagt, 9.7 Phase 1, wo wir einfach nur mal ganz heiß und kalt, ganz kalt auseinanderhalten. Gut, Security Enhancement, relativ übersichtlich, da war ja in 9.6 ein bisschen mehr drin. Was in 9.7 passiert ist, weil es einfach Sinn gemacht hat, wenn jemand einen Key-Manager
auf der NetApp konfiguriert, sei es ein interner, sei es ein externer, völlig egal, werden dann ab nach der Konfiguration alle Volumes per se als encrypted angelegt. Selbstverständlich mit der Ausnahme, wenn ich eine Aggregats-Encryption anhabe oder die Self-Encrypting-Disks verbaut habe, dann natürlich nicht, ja, weil das macht wenig Sinn. Wer aber so schizophren ist und sagt, ich möchte aber trotzdem extra noch die nette Volume-Encryption drüber haben, der kann das dann auch wieder einschalten. Gut, ein Feature, was gar nicht so richtig on-top ist, sondern eher so die angelagerten Produkte, der vormals On-Command genannte, jetzt ActiveIQ genannte Unified Manager in der Version 9.7, macht eine Security- und Compliance-Übersicht. Ja, also viele kennen die Compliance-Übersicht im ActiveIQ in der Online-Version, die halt generell sagt, welche Vulnerabilities auf welchen Systemen zum Tragen kommen. Das ist hiermit konsolidiert. Des Weiteren gibt es einen Technical Report für Security Hardening Guidelines für ONTAP 9, also wie muss ein System eingerichtet werden, um entsprechend sicher eingerichtet zu sein, ja, also Abschalten von unsicheren Managementzugriffen und so weiter und so fort. Und wenn da, wenn es da Abweichungen in der aktuellen Systemkonfiguration gibt, wird das eben hier im Unified Manager auch mit angezeigt, ne? Also das ist so das CISO, Make Your CISO Happy Tool an der Stelle. Gut, und dann können wir auch schon auf unseren neuen Redner, den lieben Alex, umschwenken. Ja, perfekt. Vielen Dank. Ja, genau. Ich bin der Alexander Bern, bin der Neue hier in der Runde. Ich darf euch heute ein bisschen was zum Thema Snap Mirror Synchronous, Metro Cluster, NVMe, ONTAP Select und das All SAN Array AFF erzählen. Wollen wir auch gleich einsteigen mit dem Snap Mirror Sync. Schauen wir mal, ob das klappt mit der Control. Jetzt klappt's. Genau. Wir haben derzeit zwei Produkte im ONTAP, die uns eine RPO von null ermöglichen. Das ist einmal der Metro-Cluster, der den kompletten Cluster repliziert auf eine zweite Site. Das heißt, alle Volumes, Konfigurationen der SVMs. Und ich habe hier die Wahl zwischen IP oder FC-Metro-Cluster. Auf der anderen Seite habe ich den Snap Mirror Sync. Der ermöglicht es eben, auf Volume-Ebene synchron zu replizieren. Das heißt, ich kann mir einzelne Volumes aussuchen, die ich für sehr schützenswert halte und kann diese dann auf einen zweiten NetApp-Controller replizieren. Hat natürlich als Nachteil, dass ich dann einen händischen Failover durchführen muss und ich muss mich auch um die Konfiguration auf der zweiten Seite im Endeffekt kümmern. Genau, was kommt dazu mit 9.7? Mit 9.7 haben wir im Snap Mirror Sync jetzt den Support für alle Protokolle drin, das heißt auch NVMe über FC und der Namespace-Support ist drin. Und was auch ganz wichtig ist, mit 9.7 werden auch die Applikations-Snapshots und Lund-Clones repliziert. Das ermöglicht uns jetzt natürlich auf der zweiten DR-Site als Beispiel Sachen zu machen, die nicht zeitkritisch sind, wie zum Beispiel das Indexing oder halt auch für Host-Based Single File Restores, da die Workflows eben durchzuführen. Das ist jetzt mit 9.7 dabei. Snapshots, die gescheduled sind, werden weiterhin nicht repliziert auf die zweite Seite. Genau, kommen wir zum Thema Metro Cluster. Metro Cluster mit 9.7 oder auch schon vor 9.7 ermöglicht uns eben beim Metro Cluster FC 300 Kilometer weit das Ganze zu stretchen. Beim IP Metro Cluster sind wir da mittlerweile bei 700 Kilometern. Ich habe ist nämlich eine Funktion, eine Redundanz da. Ich habe redundante Cluster, ich habe redundante Daten. Es ist beim Metro Cluster wirklich alles gespiegelt. Wichtig, wenn wir noch kurz im Vergleich zum Snap Mirror haben, beim Metro Cluster, wie gesagt, auch sämtliche Konfigurationen, die da mit übertragen werden. Genau. Metro Cluster IP. Wir sehen hier, dass auch die A220 mittlerweile Metro Cluster ready ist. Das heißt, auch die kleinen Einstiegssysteme unterstützen den Metro Cluster. IP, das ist ein großer Unterschied zum FC Metro Cluster, da ist die A220 als Beispiel nicht unterstützt. Auf die rechte Seite schauen, auch die Non-AFF-Systeme wie eine 2750 ist hier ganz klar mit dabei. Mit 9.7 und der FC-Plattform schaut das ein bisschen anders aus. Da ist jetzt als Beispiel auch die FAS 8300 mit dazugekommen. Genau. Was gibt es Neues in 9.7? Die
Peaks sind im Endeffekt, ich habe mit 9.7 jetzt die Möglichkeit, bei MetroCluster IP auch nicht NetApp-Switche zu nehmen im Backend. Das heißt, ich bin nicht mehr auf unsere Switche gebunden, sondern ich kann mittlerweile auch bestehende Switche nehmen oder Switche von Fremdherstellern. Da kommen wir aber später auch noch drauf. Ich habe den ONTAP-Mediator und ich habe geupdatete Maximums im IP-Metro-Cluster. Beim FC schaut das ein bisschen übersichtlicher aus. Da ist als neue Plattform nur die A400 und der FAS-Controller, die FAS-8300 hinzugekommen. Bei allen Metro-Clustern, das haben die Kollegen ja auch schon vorher erwähnt, haben wir jetzt einen Fabric-Pool-Support und Flex-Cache mit dabei. Kommen wir zum Open Networks. Lange gewünscht von vielen Kunden. Mittlerweile ist es dann jetzt möglich, auch Fremdswitche zu nehmen. Wir haben gewisse Anforderungen an diese Fremdswitche. Unter anderem muss die Latenz natürlich passen und sie müssen ein paar Funktionen mitbringen, wie zum Beispiel Quality of Service natürlich, Level 2 Flow Control. Das muss überprüft werden, bevor der Metro-Cluster quasi gekauft wird. Genau. Auch wichtig, der Open Network Support besteht nicht für die Einsteigersysteme. Also bei der A220 oder 2750 sind wir weiterhin auf die NetApp-Switches angewiesen. Auch die SFPs müssen wir NetApp-kompatibel nehmen. Das heißt, da kurzer Blick in die Support-Matrix, um zu schauen, was es da supportet. Genau. Da noch ein kleiner Erfahrungsbericht aus dem Feld. Ja, ist immer ganz interessant bei den Kunden und auch bei den Partnern, wenn man das anspricht. Wir supporten Open Networks, dann kommt immer, ja, Gott sei Dank, endlich, yippie. Und wenn wir dann aber sagen, ja, das heißt dann aber auch, wenn es Probleme am Metro-Cluster gibt und die sich gegebenenfalls auf diese Switche zurückführen lassen, dann ist NetApp raus aus dem Support. Ja, ist dann halt kein kompletter Stack mehr aus Support-Sicht. Und dann sagen dann doch viele Partner und Kunden, ach so, ja, dann vielleicht doch lieber mit den Switchen. Genau. Ganz wichtig zu wissen, eben dieser Single-Vendor-Support, der fällt da auf jeden Fall weg. Das heißt, nicht mehr der einzige Ansprechpartner, NetApp in dem Fall. Gut, Tiebreaker versus ONTAP Mediator Server. Stand heute haben wir jetzt zwei Funktionen, die es uns ermöglichen, einen Failover durchzuführen, den altbekannten Tiebreaker, supported für den Fabric Metro Cluster und den IP Metro Cluster. Der Tiebreaker ist eine Applikation, die schaut von außen auf den Cluster drauf. Das heißt, das ONTAP-System weiß nichts davon, dass dann ein Tiebreaker im Hintergrund ist. Der arbeitet über APIs, zieht sich die ganze Zeit in Stand, wie geht es dem Metro-Cluster und führt dann im Endeffekt, wenn er sicher ist, einen Switch-Over durch. Jetzt neu dazugekommen ist der Mediator-Server für den IP-Metro-Cluster und der Mediator-Server ist im Endeffekt fest verankert im ONTAP. Der ONTAP-Cluster speichert seine Mailbox dann zukünftig zusätzlich eben auf diese Appliance, sodass die Appliance fest eingebunden ist. Das ist also eine weitere Sicherheit, um einfach zu ermöglichen, um wirklich sicher zu gehen, okay, wie ist denn gerade der Status des Clusters? Was natürlich, wenn man das mit einem Tiebreaker vergleicht, eine deutliche Verbesserung ist, weil ich eben jetzt deutlich sicherer bin, was den Failover angeht. Genau. Das dazu. Der Mediator-Server ist im Endeffekt eine Red Hat. Kann auf dem Red Hat Linux oder auf dem CentOS installiert werden. 5 Metro-Cluster sind unterstützt. Die Daten sind verschlüsselt, die da liegen, weil ich gerade das Thema Mailbox-Tests angesprochen habe. Die Mailbox-Daten werden verschlüsselt auf diese Appliance gepackt. Die Kommunikation zwischen Mailbox-Server, zwischen dem Mediator-Server und dem ONTAP ist immer verschlüsselt und ist natürlich nur über die CLI oder den System Manager konfigurierbar. NVMe über FC sind wir ja mit 9.6 schon dabei, Red Hat, SUSE und Oracle Linux. Thema Windows und VMware hat sich mittlerweile noch nicht so viel getan. Die Hersteller arbeiten dran, dass es weiterhin oder dass es supported wird. Wir sind schon ready quasi und warten da immer noch auf die Fremdhersteller. Genau, und wir sehen schon, dass NVMe FC ein großes Thema sein wird. Das wird der Georg später noch erwähnen und wird eine kleine Live-Demo zu dem Thema machen, einfach zu sehen, wie ist denn die Performance bei NVMe over FC? Wie schaut das aus? Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber da warten wir später auf die Session vom Georg. Thema ONTAP Select. Mit 9.7 hinzugekommen ist der Support für NVMe.
Das heißt, mittlerweile kann man dann auch einen NVMe ONTAP Select Cluster bauen, was natürlich ganz andere Performance-Ligen ermöglicht. Ist jetzt mit dabei. Da gibt es auch nette Demos bereits und man hat nette Blogartikel zu dem Thema, wo man quasi sieht, wie gut die Performance da eigentlich geworden ist. Eine kleine Änderung bei ONTAP Select ist auch, dass das Deploy-Tool jetzt die gleiche Versionsnummer wie das ONTAP Select an sich mitbringt. Das heißt, ONTAP Select Deploy 9.7 und ONTAP Select 9.7 ist jetzt quasi gleich. Auch eine kleine Verbesserung zum Deploy Web User Interface. Da hat sich ein bisschen was geändert, ist jetzt übersichtlicher geworden. Genau. Dann All SAN Array, ein neues Produkt auf unserer Portfolio Matrix, ist im Endeffekt ein dediziertes Block-Only Storage. Das heißt, kein NAS, quasi kein NFS, kein iSCSI, wirklich nur Fiber Channel und iSCSI. Und dieses All-SAN-Array ermöglicht uns im Endeffekt eine symmetrische Active-Active-Zugriff. Das heißt, ich habe nicht mehr wie im klassischen ONTAP eine Active-Passive-Situation, sondern alle Pfade, die über dieses Array kommen, sind zukünftig Active. Was natürlich heißt, wenn jetzt ein Pfad nicht mehr aktiv sein sollte, findet der Zugriff weiterhin über die zusätzlichen Pfade statt. Die Felderfahrung zeigt, dass es unter 2 Sekunden dauert, dieses Umschalten von, okay, da ist ein Pfad weg, jetzt geht es nur noch mit dem anderen weiter, unter 2 Sekunden. Und ich muss nicht mehr groß an den Hosts konfigurieren. Das heißt, ich habe keine Notwendigkeiten mehr für Alua. Ganz klassisch nur noch MPIO aktivieren, dieses Multipathing-Funktion im Windows zum Beispiel und kein Alua mehr notwendig. 2 Systeme, die wir derzeit am Markt anbieten, das ist die ASA AFF A700 und die ASA AFF A220, sind derzeit reine 2-Node-Switchless-Cluster. Das heißt, ich habe derzeit keine Multinode-Cluster. Ich kann diese Cluster auch nicht mischen mit anderen klassischen AFF-Systemen oder FAS-Systemen. Zusätzlich ist auch der Metro-Cluster NVMe over FC und MaxData Stand jetzt nicht supported. Auf der Roadmap steht natürlich Metro-Cluster und NVMe, genauso wie die A400 und größere Cluster. Aber jetzt zum Anstieg im Endeffekt erstmal die A700 und die A220. Schauen von außen auch gleich aus. Ja, da ändert sich nichts vom äußeren Bild. Die haben weiterhin die gleichen Symbole vorne drauf wie die ganz klassischen Nicht-ASA-Systeme. Genau. Protokolle, alles dabei, logischerweise nur ohne die NAS-Geschichten. Also auch FlexGroup, FlexCache nicht mit dabei. Gut, dann übergebe ich weiter an den Bennett zum Thema New Hardware. So, dann... Bennett, bist du eingeschlafen? Nee. Ich bin da, genau. Ich muss dann einfach noch kurz die Kontrolle hier zurückholen über den Bildschirm. Und dann kann das Ganze losgehen. Einmal den Fokus und zack. Ja, keine Präsentation ohne Gartner-Quadranten. Da ist es so, dass NetApp oder dass wir unseren Vorsprung ausgebaut haben, dass wir weiterhin im Leader-Quadranten sind und uns doch immer mehr und mehr dort oben rechts einnisten. Ich selber mache das Ganze seit knapp 15 Jahren schon mit NetApp zusammen und es war echt sehr spannend zu sehen, wie sehr man sich immer mehr und mehr dort oben hin bewegt hat und sich dort auch seit Jahren etabliert hat. Und das macht einen schon so ein wenig stolz zu sagen, dass man wirklich ganz, ganz oben rechts mittlerweile dabei ist. Das hat auch ein bisschen was natürlich mit unserem Portfolio zu tun. Wir haben jetzt sehr viel über ONTAP gehört, ONTAP gleich Software an der Stelle. Das Ganze läuft aber auch größtenteils auf unseren Appliances ab, wenn ich eben keine Cloud ONTAPs deploye. Und daher kommt ja auch unser ursprünglicher Name, Network Appliance, also Appliance-basiert das Ganze. Und das hier ist unser Stand heute aktuelles Portfolio. Die FAS- und die AFF-Systeme. Und die AFF-Systeme in entweder oder, gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen, die NVMe über Fiber Channel sprechen können oder die auch mittlerweile End-to-End sprechen können. Das heißt vom Storage über den Controller, das Netzwerk bis zum Host, zum HBA, NVMe durchgehend sprechen. Da sind ein paar neue Kandidaten zugekommen. Einmal die A400 und dann das Pärchen 8300, 8700. Wer sich jetzt fragt, warum gibt es denn auf der AFF-Seite kein zweites System,
was analog dazu steht. Das haben wir gestrichen, das haben wir nicht für notwendig gesehen, das war erst geplant. Da ist aber die Nähe zu der A700 doch zu extrem gewesen, deswegen die AFF hier alleine auf der linken Seite, während die FAS dort über zwei verschiedene Controllergrößen skaliert. Ja, das Ganze, alle drei neuen Controller brauchen zwingend ONTAP 9.7, sind auch schon quotbar seit letztem Jahr November und auch das Shipment hat schon gestartet Mitte letzten Dezember. Das heißt, die ersten Produkte sind auch schon am Markt draußen und sind auch schon entsprechend installiert und laufen. Was haben wir hier bei beiden Plattformen? Wir nutzen hier die neuesten Intel-Prozessoren. Es sind wie üblich in der Mid-Range-Plattform bei uns 4 Höheneinheiten-Enclosures, keine internen Festplatten. Die werden dann entsprechend über Erweiterungsshelf bereitgestellt, so wie man das zum Beispiel auch schon von der aktuellen A300 oder analog dazu der FAST 8200 kennt. Es gibt zwei verschiedene Geschmacksrichtungen, auch hier weiterhin Ethernet oder Fiber Channel, wo ich dann definieren kann, wie dieser Controller eben nach draußen Richtung Host spricht. Hier ist es so, dass der Metrocluster Fiber Channel Support gewährleistet ist. Der Metrocluster IP Support für diese Systeme ist in 9.7 Stand heute, Patch Level Stand heute, nicht enthalten. Der wird in Zukunft nachgeschoben werden. Ob das mit einem 9.7 Patch passiert oder mit einem zukünftigen On-Tap Release, das haben wir noch nicht final entschieden. Das wird aber entsprechend nachgereicht. Da haben wir aber leider noch kein Datum zu. Da sind wir mit dem Testen noch nicht hundertprozentig fertig. Kurzer Vergleich, ohne jetzt auf alle Details der Systeme einzugehen, hier mal die alte A300 und die A400 nebeneinander. Im Stand heute gibt es beide Systeme parallel. Irgendwann wird dann vermutlich auch die A300 von der Preisliste gestrichen, aber wie gesagt, Stand heute beide noch erhältlich. Von den Kernen, vom Arbeitsspeicher her unterscheiden sie sich nicht sonderlich. Die NVDIMMs, dort doppelt so viel Kapazität. Die beiden wichtigsten Punkte für mich eigentlich sind ganz unten die Anzahl der Slots. Da hat die A400 doch massiv mehr als die A300. Und diese neue Plattform spricht 25 und 100 G als Standard. Das kriegt die A300 so nicht hin. So sieht die A400 von hinten aus. Auch hier jetzt keine allzu großen Überraschungen. Ich habe 100 G onboard und 25 G onboard. Und diese Karte, die jetzt umrundet ist, die gucken wir uns jetzt genauer an. Die ist Pflicht bei der A400. Das ist eine spezielle Karte. Ganz kurz noch, ja. Bennett, weil du ja vorhin gesagt hast, ich kann mich bei den Onboard-Ports entscheiden, ob ich viermal Fiber Channel oder viermal Ethernet haben möchte. Das ist diese Mezzanine-Karte, die wir jetzt unten rechts sehen. Ja, die kann ich halt bei Shipment, die kann ich nachträglich nicht tauschen. Bei Shipment kann ich mich da entscheiden, ob ich da viermal 16 Gigabit Fiber Channel oder viermal 25 Gigabyte Ethernet. Gigabit Ethernet haben möchte, die restlichen Erweiterungskarten sind frei wählbar, bis auf das, was du jetzt noch zu der 100 Gigabit Karte sagen möchtest. Genau. Diese Karte gucken wir uns genauer an. Das ist eine 2-Port 100G Karte. Die wird auch exklusiv für den Cluster Interconnect genutzt. Das sehen wir gleich auf dem nächsten Bild, wie die Verkabelung dort aussieht. Und das, was Marcel bei dem Efficiency-Thema schon genannt hat, diese Karte dient als Offload-Engine. Das bedeutet, dass Compression, Decompression etc. pp. Über diese Karte läuft, um die CPU entsprechend zu entlasten. Es ist auch so, dass diese Karte auch wirklich nur in der A400 so genutzt wird. Bei der 8300 ist diese Karte nicht notwendig, weil einfach die FAS-Systeme nicht über diese Effizienzmechanismen verfügen, wie entsprechend bei den AFF-Systemen. Und diese Karte muss auch zwingend in Slot 2 betrieben werden, aufgrund thermischer Thematiken. So sieht das Ganze denn aus, wenn es verkabelt ist. Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite meinen ganz normalen Cluster Interconnect, hier in blau eingezeichnet. Der geht über diese 100G-Ports von dieser Zusatzkarte auf die entsprechende Ansatzzusatzkarte. Was neu ist, deswegen nicht wundern, wenn dort entsprechend mehr Kabel angeboten oder auch mitgeliefert werden, sind die orangen Verbindungen. Das ist der HA-Interconnect, der läuft über diese 25G-Ports. Das ist das, was in der Vergangenheit immer über die Backplane lief. Das läuft bei diesen Maschinen entsprechend jetzt auch extern über eine Kabelverbindung.
10G-Support gibt es natürlich auch bei diesem System, ist aber von unserer Seite her aus nicht empfohlen, weil ich denn doch Performance auf der Strecke lasse. Das System kann deutlich mehr über die entsprechenden Schnittstellen, dann wird 10G dort wirklich das Bottleneck an der Stelle sein. Analog zu der A400, jetzt hier das neue Pärchen, angefangen mit der 8300, auch hier, das ist die gleiche Hardware, deswegen gibt es da keine großen Unterschiede wie die A400. Das heißt, A300, A400 teilen sich den gleichen Hardwareunterbau. Bei der 8700 sieht es etwas anders aus. Das ist eine andere Hardware, die hat mehr Kerne, die hat deutlich mehr Arbeitsspeicher. Das ist ein doch etwas leistungsfähigeres Fasssystem. Und hier, wie gesagt, gibt es bei der 8700 ja keinen Bruder auf der AFF-Seite. Von hinten, da die gleiche Hardware ist, von außen gesehen, gibt es ja keine große Überraschung. Das ist das gleiche Bild, was wir eben hatten, außer eben, dass in dem Slot dort entsprechend die Karte fehlt. Die Verkabelung, analog auch zu der A400, ist hier auch wieder extern. Das heißt, ich habe hier meinen Cluster-Interconnect über das 100G und meinen HA-Interconnect, also die beiden Controller untereinander für das lokale HA, über 25G extern. Und nun, mit einer relativen Punktlandung, würde ich an Georg übergeben. Eigentlich mache ich nur eine Demo, aber keine Demo ohne Theorie. Deswegen muss ich ein paar Folien, ich mache auch ganz schnell, die werden auch zur Verfügung gestellt, vorwegnehmen, dass Sie überhaupt sehen, was Sie denn sehen. Ich werde über zwei Dinge sprechen, über dieses neue Protokoll NVMe und ich werde über Storage Class Memory sprechen. Warum machen wir das Ganze überhaupt, über Storage Class Memory und NVMe? Nun, es geht eben um Latenz und ich habe hier auf dieser Folie einfach mal so diese typischen Latenzen, die wir in dem klassischen Festplattenbereich gesehen haben, was die Medium können, was wir typischerweise dann erwarten von einem Storage-System und wir bewegen uns ja heute eigentlich schon sehr häufig in dem Bereich der SSDs, wo die magische Grenze die Millisekunde ist, also es geht darum, möglichst viele IOs unter einer Millisekunde zu haben. Und das ist ein Riesensprung von so einer klassischen Festplattenumgebung in den SSD-Bereich. Aber wir haben die ersten Kunden, denen ist die Millisekunde auch viel zu lang. Das heißt, wir werden sehen, dass wir Umgebungen haben, die im Bereich von 100, 200 Mikrosekunden Antwortzeiten brauchen. Das heißt, es wird auch da was Neues geben, also das Medium, was nach der SSD kommt. Wir werden in der Zukunft auch SSDs mit etwas schnellerem Beschleunigen. Das Schnellere ist Storage Class Memory. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir brauchen neue Protokolle. Denn diese neuen Speichermedien, die wir haben, das sind die SSDs heute, aber auch das, was zukünftig kommt. Es macht gar keinen Sinn, die mit diesem SCSI-Protokoll, was wir in der Vergangenheit gemacht, benutzt haben, anzusprechen, sondern wir brauchen ein neues Protokoll. Das heißt, es sind zwei Technologien, die uns mehr Performance bringen werden in der Zukunft. Das ist das NVMe-Protokoll als neues Blockprotokoll, als Ersatz für SCSI. Und das werden wir sehen in den Servern, dass die teilweise fest eingebaute Platten dort eben im SSD-Bereich auf NVMe gehen, wenn sie das nicht heute schon tun. Wir werden NVMe als Protokoll, als Art Ersatz für Fiber Channel und iSCSI zwischen Storage und dem Host sehen. Und wir benutzen natürlich als NetApp auch NVMe-Technologie innerhalb unseres Backends mit der A800, mit der A400, mit diesen Systemen und der A320 Support mehr NVMe-Platten. Also das wird uns begleiten, das wird uns zukünftig Performance bringen, die notwendig ist, um diese Kundenanforderungen zu befriedigen. Warum nun NVMe als Protokoll? Nun, ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen. Das SCSI-Protokoll, was wir jetzt über Jahre lang erfolgreich benutzt haben, ist einfach viel zu alt. Das ist nicht in der Lage, die volle Performance aus diesem neuen Medium rauszuholen. Dieses NVMe-Protokoll ist eine komplette neue Implementierung. Das hat gar nichts mit dem SCSI zu tun. Das benutzt ganz neue Mechanismen. Es war auch eine große Chance für die Entwickler, all auf den Erfahrungen der vergangenen 20, 30 Jahre aufzubauen und etwas ganz neu und diesmal richtig zu machen. Deswegen werden wir sehen, dass das einen ziemlichen Umbruch bringt, sowohl im Storage-Bereich wie auch im Server-Bereich, weil ich einen ganz neuen Stack implementieren muss. Haben wir aber gemacht, ja, und wir sehen auch die Erfolge jetzt da drin schon. Für Sie, die Sie mit ONTAP heute arbeiten und im Fiber Channel und iSCSI-Bereich sich bewegen, also Block Storage schon machen, und ich spreche jetzt nicht über das Backend, was wir heute mit NVMe machen, das sehen Sie so gar nicht, aber wenn Sie dieses neue Frontend-Protokoll zwischen Host und Storage-System benutzen wollen, müssen Sie sich ein bisschen umstellen. Wir benutzen keine Loons mehr, sondern die heißen Namespace. Es gibt auch die iGroup nicht, die heißt Subsystem.
und es gibt einen neuen Multipassing-Mechanismus. Wir haben es aber so, und das werden Sie nachher kurz sehen, wir haben aber die wesentlichen Komponenten, so die Dinge, die Sie gar nicht berühren, so versteckt, dass Sie die gar nicht sehen und Sie sich eigentlich nur auf das konzentrieren müssen, was Sie tatsächlich machen wollen. Sie wollen irgendwelchen Hosts Kapazitäten zur Verfügung stellen, Sie müssen diese Kapazitäten in Form von Namespaces anlegen und Sie müssen den Host zuordnen. Und das ist das, was Sie im Loon-Bereich auch gemacht haben. Sie haben auf Volumes Loons angelegt, über iGroup sichtbar gemacht und das machen Sie jetzt wieder. Nur sind die Begrifflichkeiten ein bisschen anders. Aber wenn Sie sich heute im SAN-Bereich auf ONTAP bewegen, werden Sie da relativ schnell zurechtfinden. Was Einzug gehalten hat und für die Verbreitung von NVMe als Frontend-Protokoll wichtig war, war ein neues Multipassing-Konzept. Das nennt sich ANA, Asymmetric Namespace Access. Ein bisschen ähnlich wie Alua, was wir jetzt über die letzten 10 Jahre benutzt haben. Es ist aber technologisch anders implementiert, weil untergelagert eben kein SCSI ist. Und wir sind jetzt mit seit ONTAP 9.5 mit entsprechenden Technologiepartnern in der Lage, eben dieses ANA-Protokoll zu fahren. Das heißt, wir können damit auch im Enterprise-Bereich seit ONTAP 9.5, und das ist jetzt eigentlich schon deutlich über ein Jahr her, die gleiche Qualität von Verfügbarkeit aufbauen mit mehr Performance, wie wir das klassischerweise im Fiber-Channel-Bereich haben. Auch die Verkabelung des Netzwerks, des Fiber-Channel-Netzwerks selber wird exakt gleich aussehen. Man sieht es auf der rechten Seite, diese Kreuzverkabelung, all diese Dinge, die werden nicht anders, man muss die genauso zonen. Also diese Dinge, die sind gar kein Unterschied zum klassischen Fiber-Channel. Das Einzige, dass ich aber die Provisionierung auf ONTAP ein bisschen anders mache. Und vor allen Dingen sieht es auf dem Betriebssystem ein bisschen anders aus. Wir haben im Zuge dieser NVMe-Einführung haben die Kollegen in den USA Messungen gemacht auf unseren High-End-Systemen, auf der A700 und auf der A800, haben die eben diese beiden Protokolle miteinander verglichen. Die Maschinen, die Peak-Performance vermessen und Sie sehen, wir haben so zwischen 30% und 40% mehr Performance, wenn wir nur den Protokollwechsel machen und der Protokollwechsel ist eigentlich ein reines Software-Feature. Wir benutzen dieselben Kabel, dieselben Adapter, wir nutzen nur ein neues Protokoll und diese 30% bis 40% Performance-Boost ist das, was Sie auch typischerweise erwarten können. So ein bisschen hängt ein bisschen davon ab, wie stark schreib- oder leselastig sind. Ich werde deswegen Ihnen jetzt mal eine Demo zeigen. Ich werde Ihnen auch kurz mal zeigen, wie sich das Ganze auf ONTAP anfühlt, das stark leselastig ist, weil wir speziell im Lesen diese Parallelität und diese geringe Latenz, die dieses neue Protokoll bringt, stark zum Ausdruck kommt. Das Setup, das ich benutze, ist hier, ich habe 2 Linux-Hosts. Sie werden das nachher sehen, bei dem dritten Workload, da brauche ich einen zweiten Host, weil mir da die CPU-Power auf den Hosts ausgehen. Wir haben eine 32-Gig-Fabrik von Brocade entsprechend aufgebaut. Das ist ein ganz normaler Fos-Code drauf und wir haben unser AFF-Cluster. Da benutze ich momentan die A700 und um ehrlich zu sein auch nur ein Controller der beiden A700, aus dem HA700 HA-Paar. Genau, das wäre es soweit. Jetzt werde ich mal umschalten auf, wenn es mir das PowerPoint ist erlaubt. Ja, ich würde mal kurz auf den System Manager gehen, um Ihnen kurz zu zeigen, nur ganz einfach, wie das überhaupt aussieht. Das ist der System Manager, wie Sie ihn wahrscheinlich kennen. Sie kennen wahrscheinlich noch nicht diesen Einstieg hier unten. Sie sehen in der Menüleiste gibt es jetzt plötzlich NVMe und unter NVMe gibt es 2 Bereiche. Man Namespaces, das sind die neuen Container als Ersatz von Loons. Das sind einfach Objekte, die auch auf dem Volume angelegt werden. Also wir haben nach wie vor Volumes, die auf Aggregaten liegen. Darin wird ein Namespace angelegt. Der Namespace hat eine Größe. Der Namespace hat auch einen Betriebssystemtyp. Und dieser Namespace wird dann einem Subsystem zugeordnet. Und das Subsystem selber ist nichts anderes wie eine iGroup. Das ist eingetragen, welcher Host denn dieser Subsystem sichtbar gemacht wird und damit weise ich Namespaces zu. Ich würde mal kurz, damit Sie da mal sehen, wie das live aussieht, auf dieses New Experience springen. Das ist jetzt dieser neue System Manager. Die Kollegen haben ja vorhin darüber gesprochen. Und wenn wir hier jetzt unter Storage gehen, finden wir auch über Namespaces. Und Sie sehen auch hier, wenn man das mal anschaut, der Namespace, also wenn Sie nur den Namen sehen würden, würden Sie glauben, das ist eine Loon. Das hat einen Volume-Namen und hat eben der Namespace selber hat auf dem Volume einen eigenen Namen. Die sind einem Subsystem zugeordnet, das auch einen symbolischen Namen hat, ähnlich einer iGroup. Namespace hat eine ID, vergleichbar einer Loon-ID, die Sie aber nicht selber wählen können, sondern die wird automatisch vergeben, was auch eigentlich vollkommen okay ist. Und so ein Subsystem, wenn man da draufklickt, dann sieht man eben, dass das Subsystem entsprechend eben in diesem Subsystem sind Hosts eingetragen.
Das ist diese Identifikationsnummer, die nennt sich NQN. Diejenigen von Ihnen, die iSCSI kennen, das ist vergleichbar zu iSCSI, der IQN identifiziert den Host und wir haben genau in diesem einen Host 8 Namespaces zugeordnet. Ich habe ein zweites Subsystem für den zweiten Host, der hat seine eigene NQN und der hat wiederum 8 Subsysteme. Genau, also mehr ist dabei nicht zu sagen. Wie gesagt, das Anlegen selber ist relativ einfach. Wir haben auch einen sehr guten Techni-Report dazu, da will ich Sie gar nicht mit langweilen. Das werden Sie dann sehen, das ist relativ simpel. So, ich bin jetzt auf der Linux-Maschine. Das ist ein Slash 15. Die Kollegen haben vorhin gesagt, wir haben eigentlich Betriebssystem-Support heute für SUSE Linux Slash 15. Das waren die ersten. Wir haben das inzwischen für Red Hat und Oracle Linux. Windows gibt es eine Implementierung für Windows 2.12 und 2.16. Allerdings mit dem speziellen Treiber von Brocade oder Broadcom. Und wir haben Support inzwischen für ESX 7.0 oder vSphere 7.0 für VMware. Die aber beste Implementierung selber haben die Linux-Leute gemacht, weil die nativ das NVMe-Protokoll nativ implementiert haben. Das heißt, wir sehen jetzt auf dem Linux-Betriebssystem eben keine SCSI-Loons. Wenn ich mir mal die SCSI-Loons anschaue auf diesem Betriebssystem, dann habe ich natürlich eine Menge. Das sind die Loons, die wir alle benutzen, weil ich natürlich für die Demo einen Vergleich mache zwischen Fibre Channel und NVMe. Also muss der Server natürlich auch Fibre Channel Loons sehen. Und das ist eine ganze Latte davon, weil wir haben 8 Loons und die sind eben jeweils mit 4 Pfaden angeschlossen. Deswegen sehe ich relativ eine Menge Loons hier. Aber Sie sehen, da ist nichts, was nach irgendwie NVMe aussieht. Es gibt ein zweites Kommando unter Linux. Die Windows-Kollegen, die jetzt draußen sitzen, mögen mir das ein bisschen verzeihen, dass ich jetzt mich stark ein bisschen auf das Linux fokussiere, weil man eben das Konzept deutlich besser erklären kann. Es gibt einen Commander List Block Devices. Darüber sehen wir wieder die ganzen Loons da oben und hier unten tauchen jetzt plötzlich NVMe-Devices auf. Die heißen auch so, NVMe 0N1, 0N2 und so weiter. Und das sind einfach Block-Devices, auf die ich theoretisch ein Filesystem anlegen kann. Also unter dem Betriebssystem fühlen die sich an wie ein Filesystem. Ich mache für meine Tests allerdings RAW-Device-Zugriffe, weil ich eigentlich nicht noch Filesystem-Performance des Hosts vermessen will. Deswegen werde ich nur direkt auf Loons zugreifen und ich werde auch direkt auf die NVMe-Devices zugreifen. Die Frage ist, wie sieht man denn die? Da gibt es ein neues Kommando, das heißt NVMe-List. Und das NVMe-List-Kommando zeigt mir alle NVMe-Devices. Man sieht auch, wo die herkommen. Die sind auf dem NetApp-Controller, wie groß die sind. Die haben eine Blockform. Und es gibt auch ein weiteres Kommando. Sie sehen, es sieht so ein bisschen, ich klicke ein bisschen hoch. Sie sehen, hier ist auch wieder ein Subsystem. Das ist das Subsystem, was wir drüben auf der OnTap-Seite sehen, ist hier auf dem Host sichtbar und ich sehe die 4 Pfade. Also wir haben genau dasselbe Konzept wie im Fibre-Channel-Bereich. Wir haben 2 aktive Pfade auf dem einen und 2 passive Pfade auf dem zweiten Controller. Die kann man entsprechend hier sehen. Das kann man sich auch noch ein bisschen genauer anzeigen lassen. NVMe 0N1. Ich versuche möglichst wenig zu tippen, weil sonst sehen Sie, wie ich mich vertippe. Da sehen Sie, Sie haben Optimized-Pfade, 2 Stück, und Sie haben 2, die nicht benutzt werden. Die haben hier den Status Inaccessible, lassen Sie sich da nicht verwirren. Die werden accessible, weil wir einen Takeover machen wollten. So sieht es aus. Also eigentlich, wenn Sie sich ein bisschen mit Zahlen auskennen, nichts Neues, man muss ein paar Begriffe neu lernen. Ansonsten, Sie werden den Komfort lieben, weil dieses Protokoll, auch die Steuerung zwischen Client und Host viel, viel besser implementiert sind. So, jetzt lassen Sie uns aber mal ein bisschen Performance machen. Ich mache jetzt Single Loon, Single Namespace Performance. Das habe ich wie jeder gute Fernsehkoch schon mal ein bisschen was vorbereitet, dass ich nicht so viel tippen muss und Sie mir nicht beim Tippfehler machen, zuschauen müssen. Ich benutze ein Tool, das heißt VDBench. Das ist ein Benchmark-Tool, das wir im Hause sehr viel einsetzen, das nicht von NetApp kommt. Deswegen ist das auch eine gewisse Neutralität da, sondern die kommt von einem Marktbegleiter, von Sun Microsystems Original. Jetzt wird es von Oracle gemaintained und wir benutzen dieses Tool aus verschiedenen guten Gründen für all unsere Benchmarks, die wir intern machen. Und ich benutze es auch hier. Es hat auch den Vorteil, dass es ein bisschen was sagt. Ich mache jetzt erstmal nur einen 4K-Retest von der Loon. Und Sie sehen unter diesem Spalte Response Time, das ist die Antwortzeit, also so um die 100, 120 Mikrosekunden Antwortzeit, also relativ gut. Ich lese nur mit einem einzigen Prozess von dieser Loon runter, diese Latenz, und habe geschafft so fast 9000 IOPS.
Das mache ich nur 20 Sekunden lang und dasselbe machen wir jetzt über NVMe und Sie sehen ganz unschwer, dass wir, was die Latenz angeht, fast bei der Hälfte sind. Also wir liegen bei 0,6. Wenn das System ein bisschen eingeschwungen ist, liege ich typischerweise bei 0,55. Ich bin jetzt allerdings nicht ganz alleine auf der Maschine. Aber Sie sehen also schon im Latenzbereich, in der reinen Antwortzeit, beim Lesen und Schreiben ist es deutlich unterschiedlich. Jetzt erhöhe ich so ein bisschen den Druck. Ich mache jetzt, lese jetzt mit 8 Threads, das heißt, ich lese paralleler, mit mehr Parallelität. Wir sehen, wir liegen beim, bei der Loon immer noch bei einer ganz guten Antwortzeit und jetzt bei 60.000 IOPS. Darunter jetzt beginnt der Test mit den NVMe-Loons. Jetzt sind wir schon stärker parallel. Sie sehen, dass wir die Latenz eigentlich nahezu unverändert ist. Die ist immer noch so bei diesen 0,06 Millisekunden und entsprechend aber fast 120.000 IOPS. Und ich erhöhe jetzt den Druck. Jetzt lassen wir mal 64 parallele Prozesse auf der Loon arbeiten. Jetzt sehen Sie, dass wir jetzt in der Antwortzeit bei Fibre Channel schon ganz langsam an diese 1 Millisekunde Grenze ranbekommen. Noch nicht ganz. Und wir sind jetzt bei etwa 73.000, 74.000 IOPS auf einer singulären Loon. Und wir machen das Ganze jetzt mit NVMe, ein bisschen mehr Dampf auf. Und Sie sehen, je mehr parallel wir tun, desto mehr größer wird der Unterschied. Wir sind jetzt hier, ist der Performance-Unterschied und auch der Latenzunterschied deutlich höher. Ja. Und das ist das, was ich hier Ihnen so ein bisschen zeigen möchte, dieses Protokoll. Und zum Setup möchte ich vorhin sagen, ich lese aus dem Cache des Controllers raus. Also da ist, ich versuche möglichst keine Randeffekte zu haben. Man sieht, dass dieses Protokoll darauf ausgelegt ist, möglichst viele parallele IOs zu machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Druck erhöht. Das sehen Sie jetzt mit 256 Threads auf der Loon. Da geht nur noch die Latenz hoch. Der Samtdurchsatz, der ist nicht mehr besser geworden. Ich liege dann halt jetzt bei so 73.000 IOPS. Und ich bin jetzt auch tatsächlich im NVMe-Bereich näher an die Millisekunde gerückt. Ich bin auch immer nicht bei der Millisekunde, habe aber jetzt 256 Threads am Laufen. Also da geht ganz schön was ab. So, das war der erste Test. Das war ein Namespace. Also Sie sehen, je mehr Druck ich erzeuge, je mehr Parallelität ich habe, desto mehr performt das NVMe, weil dafür ist es ausgelegt. Die Grundlatenz ist schon besser, aber je mehr ich tue, desto parallel tue, desto mehr kommt dieses neue Konzept der Parallelität eben zum Tragen. Ich nehme jetzt im zweiten Test nicht eine Namespace und eine Loon, sondern darin 8 in Parallel und lasse es einfach nochmal laufen. Mal sehen, was denn da rauskommt. Also das heißt, wir erhöhen jetzt ein bisschen die Objekte. Man sehen, wir sind jetzt wieder, ich habe das so eingestellt, dass ich immer so ein bisschen nie über diese Millisekunde rauskomme. Das ist Fibre Channel wieder, jetzt sind wir schon bei 190.000 IOPS, die wir machen auf einem Controller mit einer sehr guten Latenz. Also es ist immer alles noch sehr, sehr gut. Aber jetzt mal gucken, was wir denn da im NVMe-Bereich rausholen. Und sehen Sie, da sind wir fast ja bei der halben Million. Wir sind eigentlich über der halben Million IOPS und die Latenz ist bei der Hälfte. Also 2,5 mal mehr IOPS. Bei der halben Latenz, sogar weniger mit der halben Latenz, ist immer noch ein A700-Controller. Wenn ich jetzt auf die Maschine geschaut hätte, hätte ich feststellen müssen, dass diese Maschine, der Server, ein bisschen ausgelastet ist. Also ich kriege da einfach nicht mehr durch. Das ist jetzt nicht der allerneueste Server, den wir dafür verwenden. Die Kollegen aus unserem Demo-Center München geben mir nicht immer das Neueste, was wir haben. Das heißt, ich war mit der halben Million IOP, die wir durch einen PCI-Adapter gejagt haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein bisschen am Ende. Deswegen starte ich jetzt den Test mit 2 Servern parallel. Ja, jetzt starte ich auf der zweiten Maschine zusätzlich dieselbe Workload. Jetzt werden wir sehen, dass wir jetzt natürlich auch im Fibre-Channel-Bereich, weil wir 2 Server haben, die gegen den A700-Controller laufen, jetzt bei 4.500 IOs ist. Und jetzt würde der A700-Controller, wenn man auf die CPUs schaut, auch würde man sehen, dass die Maschine jetzt so bei 80-90% Last ist. Das heißt, es gibt ihn auch mal dafür, was wir so abfedern können. Ja, ist mal spannend, was wir hier bekommen. Das schaukelt sich langsam auf und das Ziel ist 1 Million IOPS, da sind wir. Ja, also wir schaffen es. Mit einer CPU-Auslastung etwa von 80%, aus einer A700 1 Million IOPS rauszuholen. Damit Sie auch sehen, wir haben dazu 2 Fibre Channel Frontend Ports, ein von 2 unterschiedlichen Adaptern benutzt, um Ihnen einfach ein Gefühl zu geben, wir schaffen 500.000 IOPS über ein Frontend Port auf unseren Systemen.
Das schaffen wir im Fiber-Channel-Bereich nicht wegen dem Ports und wegen dem Protokoll, das schaffen wir es mit NVMe. Also falls Sie je wieder in der Diskussion sind, einer SAN-Ablöse von Wettbewerber, und die Wettbewerber sagen, sie brauchen 48 Fiber-Channel-Ports, um irgendwie die Performance hinzubekommen, die brauchen wir nicht. Also 250.000 für einen Fiber-Channel-Port und 500.000 für einen NVMe-Port ist das, was wir eigentlich ohne irgendwelche Klimmzüge erreichen. So, ja, jetzt wenn wir, lassen Sie mich nochmal zurückspringen, ich muss nochmal Sie kurz langweilen mit 2, 3 Folien, weil ich noch den zweiten Teil erklären will, wie, was wir mit Storage Class Memory vorhaben. Das Bild haben wir vorhin gesehen, wir werden Storage Class Memory benutzen zukünftig auch in ONTAP auf unseren Fastsystemen zur Beschleunigung von Flash, weil das Flash eben so langsam ist. Flash hat eine Antwortzeit von 100 Mikrosekunden im Schnitt etwa. Und wenn Sie eine mittlere Antwortzeit haben wollen von 150 Mikrosekunden und das Medium hat schon 100 Mikrosekunden, dann werden Sie das nie erreichen. Das heißt, wir werden neue Medien haben. Wir werden also das, was wir vor 10 Jahren mit Festplatten gemacht haben, werden wir irgendwann jetzt mit SSDs machen, wir werden sie beschleunigen. Schon realisiert haben wir das heute mit Storage Class Memory im Host. Da gibt es eine Lösung, die heißt MaxData und die will ich Ihnen mal vorstellen und auch ein bisschen zeigen, was wir damit erreichen können. Storage Class Memory ist so ein bisschen eine Technologie, die so ein bisschen die Brücke schlägt, sozusagen die Lücke füllt zwischen DRAM. DRAM ist wahnsinnig schnell. Wir haben Zugriffszeit im Nanosekundenbereich. Die sind mit sehr, sehr schnellen Bussen an den CPUs angeschlossen, haben aber danach, sie sind flüchtig. Wenn sie Strom verlieren, dann sind die Daten weg und sie sind natürlich auch nicht geschützt gegen irgendwelche RAID-Schutz. Und da rein geht Storage Class Memory, der sicherlich bedeutendste Vertreter dieser Technologie ist die Optane-Technologie von Intel. Man nennt auch diese Technologie selber von der Hardware-Seite 3D Crosspoint. Das ist eine Technologie, die im Bereich von 10 Mikrosekunden Latenz liegt. Das heißt, etwa Faktor 10 besser wie das heutige Flash. Ist im Preis zwischen Flash und DRAM aber doch so deutlich günstiger wie DRAM, dass sich der Use Case zukünftig lohnen wird. Und wir werden sehen, dass wir Storage Class Memory in den CPU-Architekturen der Serverhersteller in Zukunft sehen werden. Diese Intel Cascade Lake CPUs unterstützen das und man wird diese Storage Class Memory typischerweise eben nicht als SSD verbauen, sondern man wird die in den Memory Bus des Servers einbauen und hat damit eben einen direkten Zugriff auf Speicher, mit dem man persistent Daten ablegen kann und die Softwareentwickler lieben das. Jetzt ist leider, gibt es ein kleines Nachteil an Storage Class Memory, dass der Storage Class Memory nur in zwei Arten betrieben werden kann im Server. Es gibt den Memory Mapped Mode, das heißt, der wird die Hauptspeicher. Das ist toll, man kann da große Kapazität in den Server packen, aber das ist nicht so richtig schnell. Also die liegen bei 10 Mikrosekunden, im Vergleich zu einer Festplatte sind das natürlich riesige Zahlen. Im Vergleich zu DRAM ist es natürlich viel zu gering. Das heißt, eigentlich kann man das nicht als Ersatz für Hauptspeicher benutzen. Es gibt einen zweiten Modus, diese sogenannte Map Application Access Mode. Das heißt, eine Applikation kann Storage Class Memory nutzen über eine spezielle API-Schnittstelle. Für diejenigen, die so ein bisschen aus der Linux Open Source Ecke kommen, da gibt es eine API-Library, die heißt PMMIO. Und diese Library erlaubt es einem zuzugreifen. Das heißt, man kann damit Datenblöcke ablegen, Bytes ablegen auf dem Persistent Memory, sehr, sehr schnell. Das einzige Problem ist, die Applikation muss das tun. Das ist nicht transparent für eine Applikation. Und die heutigen Applikationen, nahezu alle wissen davon nichts. Heutige Applikationen legen Daten im RAM ab, in Variablen des Programmes. Und wenn sie persistent abzulegen sind, eben in Dateien oder Filesystemen und Datenbanken. Deswegen hat es dazu geführt, dass wir ein Produkt einer Firma Plexistor vor anderthalb Jahren an Bord genommen haben. Und das verbindet genau dieses Problem, dass Storage Class Memory zum einen die Applikationen nicht vorbereitet sind, zum einen und aber, dass Storage Class Memory immer noch in dem Preisbereich liegt, dass ich nicht alle Daten reinlegen kann. Und die Implementierung ist relativ simpel. Wenn man sich das genau überlegt, sagt man sich, wieso sind wir da nicht vorher schon drauf gekommen? Das ist einfach ein neues POSIX-File-System. Wir haben ein POSIX-File-System, das unter Linux implementiert ist, das aus zwei Medienbereichen besteht. Es gibt ein Tier 1, das ist möglichst schnell, das ist Storage Class Memory, das liegt im Server selber. Das kann auch DRAM sein, zu Testzwecken. Und es hat ein langsameres Tier. Das sind die typischerweise SSD-Kapazitäten, die als Loons auf einem Test-System liegen. Theoretisch könnte es auch ein anderes Speichersystem sein.
das Protokoll zwischen dem Server und dem Storage-System, in dem Fall eben ONTAP, ist ein Blockprotokoll. Das könnte iSCSI sein, das könnte Fibre Channel sein, das könnte auch NVMe sein. Es geht nur darum, dass der Server eben Block-Devices sieht, die langsamer sind, wie das Storage Class Memory, was direkt im Server verbaut ist. Dieses Filesystem ist transparent, es ist ein POSIX-Filesystem, also jegliche Applikation, die heute unter Linux läuft, wird dieses Filesystem nutzen können und wird eben, wir machen ein Tiering zwischen diesen Storage Class Memory und den langsameren SSD-basierten Loons oder Namespaces und erreichen damit, dass eben die heißen Daten auf dem schnellen Medium sind und entsprechende Performance zeigen. Wir haben nicht nur gesagt, wir bieten dieses Filesystem an, sondern wir bieten auch zusätzliche Funktionen an wie Snapshots. Das heißt, wir können nun Snapshots erzeugen von einem Filesystem, das Teil davon auf dem Host liegen und Teil davon liegen in ONTAP. Lassen Sie mich das mal überspringen, wir sind ein bisschen knapp an der Zeit, ich rede zu lange. Das zeigt Ihnen das Beispiel, was wir auch nachher sehen werden. Ich habe ein 2 Terabyte Filesystem auf dem Server liegen, davon sind 200 Gigabyte Storage Class Memory und die restlichen 1,8 Terabyte sind eigentlich langsame SSDs, die auch über Fibre Channel 200 Gigabyte auf einer A700 liegen. Ich benötige davon 4x500 GB Loons auf dem Storage selber, weil dieser hellblaue Bereich ist der Pufferbereich. Wenn ich dieses Filesystem abmounte, dann werden eben diese dunkelgrünen Daten, also die im Storage Class Memory liegen, werden nach unten gelegt. Das heißt, ich kann beim Unmount des Filesystems bin ich sicher, dass alle Daten, die schnellen Daten im Storage Class Memory und die langsamen Daten auf ONTAP-Platten liegen. Das ist die eine Mechanismus und den nutzen wir auch, um Snapshots zu erzeugen. Also man kann sich vorstellen, wir erzeugen den Snapshot im laufenden Betrieb. Da wird einfach dieser dunkelgrüne Bereich kurz mal angefroren, nach unten geblasen und dann erzeugen wir unten auf ONTAP ganz simpel einen Snapshot, so wie wir es immer gemacht haben. Das heißt, wir bringen hier mit Max Data nicht nur Performance in den Host rein, sondern wir bringen auch Waffel-ONTAP-Features. Das sind diese ONTAP, schnellen ONTAP-Snapshots. Die Cloning, die Replikation, die Snap-Restores bringen wir in das System mit rein. Das kann ich Ihnen alles gar nicht zeigen, weil dazu wird uns die Zeit nicht sagen, sondern ich würde jetzt einfach nochmal versuchen, Ihnen mal kurz das mit der Performance zu zeigen. Dazu muss ich jetzt wieder auf eine andere Maschine kurz mich anmelden. So, das ist eine, da gucken wir nachher nochmal kurz drauf, aber das ist eine, das ist mein Server. Das können Sie wahrscheinlich jetzt gar nicht lesen, aber ich mache die Schrift größer. Das ist der Server. Und der hat zwei Filesysteme. Da gibt es ein Filesystem, das heißt Mount Georg App 2. Das ist ein ganz traditionelles. Das liegt auch auf 4 Fibre Channel Loons auf derselben A700. Und dieses Mount Georg App 1, das ist ein Max Data Filesystem, was eben aus diesen zwei Medien besteht, aus Storage Class Memory und eben aus diesen Loons, die wir unten liegen haben. Jetzt ist die Frage, kann ich denn das sehen auf so einem Host? Ja, man kann sehen, ob wir denn überhaupt Storage Class Memory, schon wieder habe ich mich vertippt, da gibt es ein Kommando, das heißt ndControlList, zeigt mir, wir haben hier 2x100 Gig Memory-Module drin in dem Server, die sich als PMEM darstellen. Tatsächlich hat dieser Server kein Optane drin, sondern das ist, ich habe einfach dem Server ein bisschen Hauptspeicher weggenommen, dem Betriebssystem, um eigentlich ehrlich zu sein, und nehme das weg und das wird einfach virtuell in dieses PMIM gewandelt. Damit sind wir in der Lage, auch bei Ihnen, wenn Sie das für Sie von Interesse ist, Sie aber keinen Optane-Server zu Hause haben in Ihrem Rechenzentrum, aber Sie wollen mal testen, das brauchen Sie nicht. Wir müssen einfach am Server ein bisschen RAM wegnehmen und dann simulieren wir das. Und das ist in dem Fall der Fall. Das heißt, daran kann ich das sehen. Ich würde aber auch sehen, dass es hier Block-Devices gibt. Den sehen Sie sich, das Kommando habe ich vorhin auch benutzt. Da lasse ich mir alle Block-Devices anlisten. Natürlich sehe ich ja wieder jede Menge Loons, die ich benötige für das Filesystem, das klassische Filesystem und dieses Max-Data-Filesystem und da unten dümmt diese zwei PMIM-Teile rum. Eine Kleinigkeit wollte ich Ihnen kurz zeigen. Und zwar, es ist so, dass wir, wenn wir diese Software installieren, bieten wir auch damit ein GUI mit an, dass Sie die ganze Konfiguration dieses Max-Data-Filesystems nicht händisch machen müssen. Also wenn Sie nicht täglich mit Linux zu tun haben, aber das nutzen wollen, das brauchen Sie nicht. Sie können diese ganze Konfiguration mit dem GUI machen, auch monitoren, auch Snapshots erzeugen. Sie sehen, hier gibt es so einen Snapshot-Reiter, mit dem ich diese Dinge einrichten kann. Sie sehen, wir haben hier auch tatsächlich von dem Filesystem schon mehrere Snapshots gemacht. Ich kann das alles aus dem GUI raussteuern. Also nicht erschrecken, wenn ich jetzt einige Linux-Kommandos verwendet habe und wieder verwenden
werde. Theoretisch brauchen Sie die gar nicht, sondern Sie installieren die Software, da wird einhergeht auf dem Server ein GUI, das auch die ganze Provisionierung übernimmt, wenn Sie das wollen. Das heißt, das auch das Filesystem anlegt und auch alle Komponenten auf ONTAP. Und Sie werden auch diese Umgebung im System Manager entsprechend sehen. Das legt eine Applikation an unter demselben Namen, wie ich die auf dem Server sehe. Und damit kann auch der Storage-Administrator, der so vielleicht ein bisschen Sorge hat, dass irgendwelche Leute jetzt Loons provisionieren auf seinem Storage und er weiß gar nicht, wo die hingehören. Das geht nicht heimlich, sondern das, was Sie auf dem Linux-System für MaxData anlegen an Komponenten, die aus ONTAP bezogen werden, um eben dieses Filesystem mit einem kalten Daten zu versorgen, das sehen Sie eins zu eins gut dokumentiert. Sie sehen selbst, von welchem Host diese Provisionierung stattgefunden hat. Also relativ elegant. Wenn Sie da mehr sehen wollen, lassen Sie uns vereinbaren, Sie einen Demo-Termin. Das ist ganz einfach. Und jetzt lassen Sie mich kurz mal ein paar Demos machen. Ich habe auch hier wieder was vorbereitet. Ich sehe schon, ich laufe ein bisschen aus der Zeit raus. Ich mache jetzt einfach mal einen Lesetest. Das ist jetzt ein Lesen. Wieder von einem 4K-Block, von einem Filesystem, das natürlich unten aus dem Cache lesen muss. Und ich muss auch ein bisschen Metadaten lesen, also ich bin jetzt wieder bei diesen 120 Mikrosekunden von vorhin. Und dasselbe Filesystem liegt eben mit denselben Daten nochmal ab, eben auf dem Host selber. Das kommt jetzt und jetzt sollte man deutlich bessere Performance sehen. Ja, wir sehen Faktor 10, sogar eher Faktor 20 fast. Also schneller. Wir liegen bei 8 Mikrosekunden Zugriffszeit. Wir lesen jetzt natürlich aus diesem theoretisch aus diesem Storage Class Memory raus, was in dem Fall DRAM ist, aber die Performance wäre die gleiche. Also wenn das Storage Class Memory ist, würde es ähnlich aussehen. So, wenn ich das Ganze mal ein bisschen beschleunige und ich mache so ein bisschen mehr Dampf auf, ich lese noch mal ein bisschen paralleler. Ja. Ich lasse jetzt wieder diese 64 Threads laufen. Sie sehen, es geht auch hier die Latenz wieder ein bisschen hoch, das sehen wir. Wir haben immer noch 160.000 Reads, also einen ähnlichen Wert, den wir vorhin gesehen haben. Bei Fiber Channel, bei NVMe wäre es ein bisschen besser. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn ich jetzt parallel lese aus diesem File-System-Bereich raus auf MaxData, dann werden Sie sehen, dass das deutlich besser ist. Ja, die Latenz ist eigentlich auch ein bisschen hochgegangen, aber ich liege bei 1,5 Millionen IOPS. Das kann man kaum lesen, so viele Zahlen sind das ganz links. Lassen Sie mich das abbrechen. Und ich würde Ihnen jetzt nochmal zeigen, wie das unterschiedlich ist beim Schreiben. Natürlich, wenn Sie auf dem Server in Filesystem zugreifen und Sie lesen aus dem Buffercache des Servers raus, dann haben Sie dort wahrscheinlich auch super Performance. Interessanterweise ist, wenn ich gefragt werde, wo ist denn der Haupt-Use-Case, wann wird denn MaxData immer zuschlagen und gut sein? Und das ist erstaunlicherweise nicht das Lesen, sondern das Schreiben. MaxData schreibt immer in das Tier 1 rein, also in das Storage Class Memory. Das heißt, wenn ich einen Write-Boost habe, der in dieses Storage Class Memory reinpasst, dann wird diese Write-Performance eklatant gut sein. Die wird mit einem klassischen Storage-System niemals erreichbar sein. Setzt allerdings voraus, dass diesen Peak, den ich habe, dort reinpasst. Und das machen wir jetzt mal. Ich schreibe jetzt mal auch 4K-Blöcke auf ein singuläres File. Nein, das ist eins, das lassen Sie mal weg, das ist zu lammelig. Ich erhöhe gleich meinen Dampf. Wir schieben gleich mal 64 Threads rauf und ich schreibe jetzt auf ein singuläres File. Und zwar, ich schreibe synchron, das heißt, ich schreibe durch das File-System durch, runter auf ONTAP. Also sind Sie nicht enttäuscht, dass es nur 470 Megabyte pro Sekunde ist. Der Wert ist super gut, ja. Die Latenz ist auch relativ gut. Aber das ist es schon. Wenn Sie eine Datenbank haben, die ein Log-File schreiben muss, auf ein singuläres File, das ist das, was Sie hinbekommen. Jetzt werfen Sie mal einen Blick drauf, was wir mit MaxData machen. Wir liegen bei fast 4 Gigabyte pro Sekunde. Das heißt also, wenn ich den Bereich hier in dieses Storage Class Memory abfedern kann und kann die später auslagern nach unten, dann habe ich eine gigantische Write-Performance, die einfach rein von der Physik her in einem klassischen Storage-System nicht machbar wäre. Ich habe noch eine Sache vorbereitet und dazu würde ich mal kurz auf diesen, das hier schauen, dass Sie mal darauf schauen. Sekunde. Sie sehen hier ein Tool, das mir die CPU-Auslastung auf diesem Server zeigt. Und ich werde jetzt Folgendes tun, ich lasse jetzt einen Benchmark laufen, denn so was Ähnliches haben wir neulich mal für einen Kunden gemacht. Ich lasse hier einen Workload laufen, der so ein bisschen einem Orakel entspricht. Ich kann das modellieren mit dem VDBench. Das VDBench ist ein relativ elegantes Tool, mit dem ich eben ein paar
Lastverhalten einer Orakel-Datenbank simulieren kann. Also nicht nur Sequential Read and Write, auch Random Write, unterschiedliche Blockgröße sind in Summe 13 verschiedene Lastmuster mit einer gewissen Verteilung, die lasse ich dagegen laufen, um einfach so ein bisschen, sagen wir, reale Verhältnisse zeigen zu lassen. Wie sieht denn das aus, wenn ich so ein Lastmuster gegen ein Storage-System verlaufen lasse? Und das lasse ich jetzt mal anlaufen. Ich will eigentlich gar nicht mal auf die Werte schauen, was wir da jetzt erreichen auf dem, das ist der Fiber-Channel-Bereich, sondern ich möchte mal umschalten auf die Belastung. Schauen Sie mal, was Sie jetzt hier sehen. Sie sehen, grün ist User-Code, rot ist Betriebssystem, also es ist ein Treiber, Kernel, File-System und W, das blaue, das ist die Weltzeit auf dem Storage-System. Und das sieht jetzt ganz dramatisch aus, man kriegt so richtig ein bisschen Schreck, sagt, um Gottes Willen, wir warten ja brutal lange auf die A700. Ich kann Ihnen versichern, die A700 performt hervorragend. Jetzt ist der Test durch und jetzt läuft der Test mit MaxData. Was fällt Ihnen auf? Wir haben kein Blau mehr, wir warten nicht mehr. Jetzt können Sie sich unschwer vorstellen, wenn das grün Ihre Oracle-Datenbank ist. Das sind die Codezeilen, die die Datenbank durchlaufen kann auf den CPUs. Sehen Sie, dass wir es, zwei Dinge sieht man. Wir sehen, zum einen, wir können die CPUs nahezu 100% auslasten. Mit ein bisschen mehr Druck mache ich auch, dass da gar keine Luft mehr ist. Aber was noch entscheidender ist, dass ich deutlich mehr Code durchlaufen kann auf der Datenbank. Ja, der Test ist schon vorbei. Das heißt, Sie können mit so einer MaxData-Lösung möglicherweise Lizenzen sparen. Also nicht nur, dass Sie schneller werden, das ist eines, aber Sie können Lizenzen sparen, Sie schaffen denselben Workload möglicherweise mit weniger Cores auf dem Server und sparen damit Lizenzen. Ja, das war jetzt wahrscheinlich brutal viel. Wichtig wäre mir, wenn Ihnen das gerade mit MaxData super interessant ist für Sie, es gibt eine Möglichkeit mit der 90-Tage-Trial. Also das ist eine, Sie brauchen eine Software-Lizenz, Sie brauchen nicht viel, außer ein bisschen Zeit. Sie brauchen keinen Server mit Storage Class, Sie können es mit einer virtuellen Maschine machen, wenn Sie möchten. Sie müssen halt Relativmessungen machen, keine Absolutmessungen, aber Sie können mit bestimmten Workloads, die Sie mal untersuchen wollen, ob für die MaxData eine Option ist, das können Sie einfach testen. Und das will ich Sie einfach auffordern, wenn es für Sie ein Interesse ist, Sie wollen mal näher reinschauen, dann tun Sie das. Kommen Sie auf uns zu, wir besorgen Ihnen die Trial-Lizenz, das Material, die Software, die Anleitung und wir unterstützen Sie auch gerne. Und damit wäre ich jetzt auf meiner Seite auch mit leider nur 8 Minuten Verspätung auch zu Ende. Ja, dann vielen Dank, Georg. Die 8 Minuten, glaube ich, waren zu verkraften. Da war ja doch eine ganze Menge Input mit dabei. Gut. Frage- und Antwortrunde an der Stelle. Die meisten Fragen hat der Georg fleißigerweise schon in der letzten Anleitung. Ich sehe noch 4 Fragen, die kann ich kurz, verantworten. Infall über Ethernet, ja, wird kommen. Über 100 Gig Ethernet mit Rocky oder TCP. Wir haben eine erste Implementierung auf 9.7 schon drauf. Dieses NS22.4 Shelf, was wir heute benutzen, benutzt schon NVMe über Ethernet. Das heißt, wir werden in einer der zukünftigen On-Tap-Releases dieses Produkt auch über Ethernet fahren. Das wird ein Konkurrent zu Iskasi werden. CPU-Vergleich NVMe zu Fiber Channel, ja, habe ich mir gespart. Gehen Sie davon aus, wir haben etwa 14% weniger Kernelzeit, wenn wir NVMe fahren. Also das NVMe-Protokoll, obwohl es mehr I.O. macht, kann es und durchläuft weniger CPU-Züge. Das sehen wir nicht nur auf dem Kernel, also auf dem Betriebssystem, sondern wir sehen auch auf OnTap, dass wir etwas weniger CPU-Last haben bei der gleichen I.O.-Anzahl. Metaclusterfähig? Nein, noch nicht. Wie üblich, neue Funktionalität ist nicht im Meta. Ich kann das nicht in den Metacluster legen momentan. Und die letzte Frage, im Vergleich zu Exadata, naja, also ja, kann man sehen, Exadata hat sich die wir so mit MaxData nicht haben. Exadata macht ja zusätzlich noch spezielle Oracle-spezifische Dinge im File-System, die wir nicht können. Um es anders zu sagen, wir haben Benchmarks gegen Exadata verloren und gewonnen. Ja, es hängt ein bisschen vom Use Case ab, was ich damit machen möchte. Insofern, es ist es wert, es zu testen, aber es ist, um fair zu sein, nicht dasselbe. Das Ziel ist dasselbe, mehr Performance aus Oracle rauszuholen. Der Ansatz ist unterschiedlicher und wir werden zum klassischen Orakel immer schneller sein, da sind wir eigentlich ganz sicher, ob im Exadata-Bereich entsprechend performen, hängt ein bisschen vom Workload ab. Die beantworte ich jetzt nicht mehr schriftlich, sondern ich hoffe, das ist jetzt überall angekommen. Ja, prima. Kollege. Ich habe wieder das Wort. Ich bin endgültig ruhig. Ja, ich bin endgültig ruhig.
Alles klar. Ein paar Fragen sind noch über den Chat gekommen, die noch nicht beantwortet worden sind. Wenn ich denn hier meinen Chat irgendwo finde, dann können wir da auch gleich loslegen. So, mal von hinten, von hinten nach vorne mal durchgegangen. Also der 25G-Port an der A400, ja, der kann 10G, der kann sogar 1G. Ob man das macht, das obliegt jedem selber. Ja. Dann die 3:1 Garantie für die ASA. Das ist eine interessante Frage. Ich gehe hier mal von ja aus, da es OnTap ist, da es OnTap Hardware ist, da sehe ich erstmal keine Einschränkung. Einfach über den entsprechenden Partner bzw. NetApp-Kollegen einmal einstreuen und ich würde es hier auf den Versuch ankommen lassen. Ja, ich denke auch, das ist supported. Das machen wir. Ja, bestimmt. Noch die Frage nach SMB1. Vielleicht eine Richtung Georg die Frage, ob wir das mittlerweile deaktiviert haben. Mein letzter Kenntnisstand ist, es ist zwar deaktiviert, aber noch im Code enthalten. Ich kann es aktivieren. So ist es, ja. Ja. Okay, ob das so bleiben wird zukünftig, weiß ich nicht, aber ich gehe von aus, weil das kriegen wir genauso wenig tot wie andere Technologien. Ja. Okay, alles klar. Also wie gesagt, SMB1 per Default deaktiviert, ich kann es aber entsprechend über CLI aktivieren. Die Frage nach PNFS ist schon beantwortet worden. 9.7 ist seit letzter Woche Mittwoch GA. Das war auch die Frage nach einem P-Release. P-Release ist für den 10. Februar geplant. Da an der Stelle vielen Dank an meinen Kollegen, den Jens Kramer, der mir gerade noch mal was weitergeleitet hat. Es wird eine neue ASA geben, die A400, wird auch als ASA verfügbar sein, also zu der 220 und der 700, jetzt auch die 400er. Und der Metro-Cluster wird mit diesem P-Release auch supportbar sein. So ist zumindest der Plan. Genau, Fabric Pool für S3 On-Prem, wie wir das öffnen. Momentan ist es so, dass wir Storage Grid On-Prem supporten und IBM, die IBM Cloud On-Prem. Ob da noch mehr kommt, da bin ich überfragt. Ich würde da einfach sagen, stay tuned, da werden wir garantiert noch was machen in die Richtung, wann und wie, das wird die Zukunft zeigen und auch welches Feedback der Markt dort gibt. Ja, und dann noch zwei Punkte. REST-API gegen fertige Applikation. Das ist am Ende Geschmackssache, wie ich das machen möchte. Es ist einfach nur ein weiterer Weg, das Ganze abzudecken. Ob ich das jetzt selber per Swagger UI mir zusammenstelle oder ob ich fertige Playbooks benutze, das obliegt mir selber. Und dann letzte Frage. Kommt ein bisschen auf die Umgebung an. Ne? Der klassische Admin, der nimmt halt weiter den System Manager, der vorher schon den On-Command System Manager genommen hat, der nimmt halt jetzt den On-Tab System Manager. Ganz klassisch weiter, aber ich sag mal, gerade in Umgebungen, wo es entsprechende Automatisierungsplattformen gibt, wo ständig irgendwelche Befehle ausgeführt werden und ne, also alles, was man mehr als einmal ausführt, sollte man automatisieren, hat mal irgendjemand so ein bisschen proklamatisch gesagt, man kann das eben tun. Ja? Und die Frage ist halt immer, lohnt sich der Aufwand? Was ist ein Aufwand, die APIs anzusprechen? Ich muss halt die entsprechenden Kommandos mir schreiben oder von der Swagger UI schreiben lassen und entsprechend anpassen. Aber wie gesagt, wenn ich Aktionen vielleicht nicht nur zweimal, sondern 10-mal am Tag ausführen muss, lohnt sich das auf alle Fälle und die Möglichkeit gibt es eben. Und da kann man den Kunden nur empfehlen, entweder den WFA klassisch oder aber für die neue Richtung, wenn man es auf REST machen will, ohnehin ist Ansible sicherlich die Automatisierungswaffe. Das Ansible wird auch von uns aktiv, sehr aggressiv unterstützt. Also alle Funktionen werden entsprechend Ansible-Module gebaut und wenn man heute neu auf Automatisierung geht, sollte man eigentlich auf REST gehen und wenn man das nicht alles selber programmieren will, ist eigentlich Ansible die richtige Waffe. Wunderbar. So, und letzter Punkt aus der Chatliste war, wir werden auch beim nächsten Mal nur die Q&A-Session, nur den Q&A-Punkt benutzen. Das ist doch etwas übersichtlicher bei der Menge an Teilnehmern. Letzter Punkt aus dem Chat war der Session-Builder. Der Session-Builder für die Insight geht nächste Woche online, so ist der Plan. Die Sessions sind jetzt schon verfügbar und einsehbar und ab nächster Woche kann dann auch fleißig gebucht werden. Gut, dann haben wir noch in der Q&A-Ecke noch ein, zwei Punkte, die aufgetaucht sind. Der Workflow Automator, ob der abgekündigt ist? Wir werden den bis OnTap 9.9 wird er laufen, solange laufen die ZAPIs noch. Und wir sind momentan dabei, da ein migrationsfähig Richtung Ansible aufzuzeigen. Ja.
Also der WFA unterstützt SAPI und es wird zukünftig Dinge geben, die über SAPI-Protokoll eben nicht mehr verfügbar sind, sondern über REST-API. Und die Entscheidung stand, machen wir den WFA auf REST. Also man machen kann man das natürlich, aber wir glauben, dass das Ansible die deutlich bessere Waffe ist. Okay, kannst du noch was zu NFSV 4.2 sagen? Ja, auf langfristige Roadmap, ich traue mich aber nicht ein Datum zu nennen. Ist klar, müssen wir tun. Ich würde aber sagen, wir werden da in diesem Jahr Kalenderjahr nichts sehen. Gut, und letzte Frage aus der Q&A, die wir jetzt auch hier dann einmal per mündlich beantworten. Ansible versus PowerShell? Das ist eine Geschmacksfrage. Also der DevOps Linux-Hacker wird nie PowerShell machen wahrscheinlich. PowerShell, also wir werden das PowerShell Toolkit erweitern um REST APIs, sodass man das nutzen kann. Ich glaube, es ist eher eine Geschmackssache. Jemand, der heute unter Windows Administration macht, der wird PowerShell nutzen, weil die gute Integration in das Betriebssystem da ist. Ansible ist für wahrscheinlich jemand, der relativ offen sein will in der sagen wir, der DevOps-Container-Ecke da sagt, ich werde eine massive Themen dort abzudecken haben, da ist sicherlich Ansible strategisch die bessere Waffe, aber ich würde es nicht das eine oder das andere. Hängt ein bisschen, wo kommt man her, wo fühlt man sich wohl? Die Systeme funktionieren auch nicht ganz identisch. Und in der reinen Microsoft-Welt würde ich wahrscheinlich weiterhin PowerShell machen, da bin ich gut aufgehoben. Alles klar, wunderbar. So, letzte Frage, die reingetrudelt ist, damit wenn wir dann auch schließen in die Runde. Wenn noch weitere Fragen auftauchen, wenden Sie sich gerne an die entsprechenden NetApp-Kollegen, an Ihren SE Ihres Vertrauens. Der wird da auch Rede und Antwort stehen können. Letzte Frage für diese Runde, Flex Cash mit SMB. Ja, die Frage habe ich erwartet. Ist geplant, auch da kann ich kein Release nennen. Es ist das nächste große Feature in Flex Cash. Wir hören das allenthalben. Ich habe letztes Jahr etwa 50 NDA-Sessions gehalten und die Frage kam immer. Wir wissen das, wir machen da Druck. Das ist allerdings von der Implementierung nicht so simpel. Deswegen dauert es noch ein bisschen, aber es wird kommen. Aber ich traue mich nicht, ein Datum zu nennen. Aber es ist definitiv auf unserer Long-Term-Roadmap drauf. Alles klar, wunderbar. Gut, dann würde ich die Session an der Stelle schließen. Wenn eine Frage untergegangen sein sollte, da wie gesagt, sorry für das etwas hin und her mit Chat und Q&A. Wir werden beim nächsten Webcast nur rein auf die Q&A gehen. Das ist doch deutlich übersichtlicher. Für uns hat sich jetzt auch als ganz praktisch herausgestellt. Dann würde ich an der Stelle schließen. Wenn doch noch Fragen auftauchen, wie gesagt, wir sind immer noch weiter vorhanden. Das heißt, schicken Sie uns Mails, gehen Sie auf Ihren NetApp SE Vertrieb Ihres Vertrauens zu. Der kann da entsprechend den Kontakt denn herstellen. Und in dem Sinne würde ich jetzt schon mal ein langgezogenes Mahlzeit wünschen und später einen schönen Feierabend, ein angenehmes Wochenende. Und wir würden uns dann in nächster Runde zu dem ONTAP 9.8 Webcast wiedersehen. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Tschüss. I love NetApp. Oh, yeah.